So. Ja, herzlich willkommen in die Handlungsspiel-Stiftung. Auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer über Livestream. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und dass wir auch gemeinsam ein Thema diskutieren: Blumen und Brandsätze, Asylpolitiken und Willkommenskulturen, Geschichte einer deutschen Debatte. Die Migrations- und Asyldebatte in Deutschland hat Konjunktur, eigentlich immer. Je nach großpolitischer Lage geht es um Grenzschließung, überforderte Kommunen, mehr Abschiebungen, Bezahlkarte seit neuestem, Kriminalität, aber auch die Aufnahme von Schutzsuchenden. Die Stimmung und Spannung in der Gesellschaft äußert sich häufig in Form von humaner Aufnahmepolitik von Schutzsuchenden und gleichzeitig aber auch Abwehr und Abschieben von Flüchtlingen. Wer ist Schutzsuchender und wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen, sollen wir aufnehmen, beschäftigt die Gesellschaft seit Jahrzehnten und eine Reihe von Regierungs- und Oppositionsparteien. Während jede Form von kritischer Frage legitim und berechtigt ist, das, was wir seit den letzten 10 Jahren an Diskursverschärfung hören und lesen, hat allerdings wenig mit Kritik zu tun. Oft handelt es sich um blanken Zynismus und Hass gegenüber Schutzsuchenden. Schutzsuchende, die von unseren Debatten ausgeschlossen sind und in der sozialen Hierarchie sich am unteren Ende befinden. Gleichzeitig lauern Feinde der Demokratie und der offenen und pluralen Gesellschaft, alles Erkämpfte und Erreichte zu zerstören. Der Angriff auf schutzsuchende und vulnerable Gruppen der Gesellschaft ist immer ein Angriff auf die Gesellschaft und die Demokratie. Der Historiker Klaus Neumann hat in seinem Buch Blumen und Brandsätze, eine deutsche Geschichte 1989 bis 2023, eine wichtige historische Studie unternommen. Er untersucht eine Zeitspanne von 30 Jahren, Diskurse über die Aufnahme von Asylsuchenden in Deutschland, von Forderungen nach der Änderung von Artikel 16 des Grundgesetzes in den frühen 90er Jahren über die sogenannte Willkommenskultur 2015 bis zur Neuauflage von Das Boot ist voll nach der Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine 2022. An dieser Stelle will ich nicht weiter vertiefen, weil wir hier im Raum mehrere ausgezeichnete Historikerinnen und Historiker haben, die zu diesen Themen ihre Expertise und tiefere Kenntnisse mit uns teilen werden. Ich freue mich auf den Austausch. Mehrere Beiträge und Analysen zu den hier kurz skizzierten Themen finden Sie auch auf unserem migrationspolitischen Portal Heimatkunde. Mein Dank gilt an dieser Stelle insbesondere meiner Kollegin Klara Frischtatzka, die sehr viel Arbeit darin gesteckt hat, dass wir heute hier zusammen sind. Danke, Klara. Aber auch meine Kolleginnen Solveig Bartusch und Lotti Schulz und Andrea Meinecke und natürlich die Kolleginnen und Kollegen des Tagungsbüros und der Technik, ohne deren Unterstützung das hier alles nicht möglich ist. Vielen Dank. Uns allen wünsche ich eine anregende Diskussion und viele Erkenntnisse. Nun übergebe ich an Klara. Vielen Dank. Sie können schon gerne, so rede ich nicht alleine hier vorne. Ja, vielen Dank, Mekonnen, für deine Begrüßung. Ich freue mich auch, dass wir zusammen hier zwischen dem Referat Zeitgeschichte und Referat Migration und Diversity dieses Abend organisiert haben. Und ja, auch von mir herzlichen Dank an die Leute hier im Saal, aber auch am Publikum, die uns im Streaming folgte. Für diejenigen, die mir nicht kennen, mein Name ist Klara Frischtatzka und ich bin Historikerin, Referentin für Zeitgeschichte der Heinrich-Böll-Stiftung und heute Abend die Moderatorin dieser spannenden Diskussion über das Buch Blumen und Brandsätzen und über die Geschichte der Asylpolitik in Deutschland in den letzten 30 Jahren.
Diese Veranstaltung ist für das Referat Zeitgeschichte tatsächlich die zweite im Rahmen unseres neuen Schwerpunkts Geschichte der Gegenwart, / Geschichte und Gegenwart. Und hinter diesem etwas sperrigen Titel verbirgt sich eigentlich ein besonderes Fokus und Interesse für die sehr gegenwartsnahe Geschichte der letzten 50 Jahre, so der 70er, der 80er, der 90er, aber auch der 2000er und 2010er. Die vielfältigen Transformationsprozesse, die diese Jahre geprägt haben und worüber wir auch heute Abend einiges hören werden, stellen sehr interessante, wobei definitiv nicht linearen Perspektiven und Deutungsschlüssel zur Entzifferung und auch aber um neu zu denken unsere komplexe Gegenwart, Realität des 21. Jahrhunderts, die halt sehr häufig so als krisenhaft definiert wird zwischen Klimawandel, rasanten technologischen Fortschritt, zunehmende Migrationsbewegungen, Rechtsruck, Kriegen und ich könnte die Liste noch viel weiter führen von Phänomenen, die unsere Realität prägen. Im Rahmen diesen Schwerpunkt Geschichte der Gegenwart, Geschichte und Gegenwart möchten wir auch aufgreifen Debatten um die Notwendigkeit, die unterschiedliche und widersprüchlichen Geschichtserfahrungen unserer vielfältigen Gesellschaft in die deutsche und europäische Geschichte zu integrieren. Und wir fragen nach dem Verhältnis zwischen Geschichte und Gegenwart, nach ihrer gegenseitigen Fremdheit oder doch Kontinuität und danach, wie historische Perspektiven die Gegenwart mitgestalten. Ja, in diesem Zusammenhang haben wir uns schon in diesem Raum am 5. März getroffen und haben wir ein sehr spannendes Gespräch geführt mit dem Historiker Jano Steuwer und die Autorin Manja Prekels zum Thema rechter Gewalt in den frühen 90er Jahren, in dem beide sehr deutlich dafür plädiert haben, für die Einbeziehung dieses Kapitels in der deutsche Geschichte, Demokratiegeschichte und in der deutschen Geschichte der Transformation. Und heute haben wir auch zwei Historiker zu Gast, Klaus Neumann und Patrice Boutrous. Ich werde sie gleich auch vorstellen. Und mit denen werden wir anhand des kürzlich erschienenen Buchs von Klaus Neumann, der Mekonnen schon erwähnt hatte, einen Einblick in die Geschichte bzw. in die viele Geschichten der deutschen Asyldebatte geben. Willkommen an euch, an Ihnen beide. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute Abend dabei sind. Ja, ich stelle jetzt unsere Gäste vor. Klaus Neumann ist Historiker, Kulturwissenschaftler und Autor des Buches Blumen und Brandsätze. Ich zeige das vielleicht auch ganz kurz. Eine deutsche Geschichte 1989-2023, das heute Abend im Mittelpunkt der Debatte ist. In seiner Karriere hat sich Klaus Neumann immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie historisches Wissen und Perspektive auf die Vergangenheit produziert werden und die Gegenwart beeinflussen. Und dies in Verbindung mit seinen Forschungsthemen Kolonialismus und Migration. Promoviert hat er in Australien über die Geschichte bzw. die Geschichten in Papua-Neuguinea, Und in Australien war er auch bis zum Kurzen als Historiker tätig, zuletzt als Professor an der Deakin University in Melbourne und hat einige preisgekrönte historische Studien, unter anderem zur australischen Asylpolitik, veröffentlicht. Er kam dann 2018 nach Deutschland zurück, um an seinem Buch, das wir heute haben, diskutieren, mit der Unterstützung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur zu arbeiten. Und vor einigen Monaten ist das Buch erschienen jetzt bei dem Hamburger Edition und wir freuen uns darüber heute Abend zu diskutieren. Ja, und für die Diskussion von diesem Buch haben wir einen absoluten Experte der Geschichte der deutschen Asylpolitik gewinnen können und wir freuen uns sehr darauf, Patrice Boutrous. Patrice Boutrous ist Historiker, gerade am Lehrstuhl für neueste Geschichte und historische Migrationsforschung der Universität Osnabrück tätig. In seine wissenschaftliche Karriere ist mehrere Stationen durchgegangen, unter anderem am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, an die Universität Erfurt, an die Universität Halle und an der Europa-Universität Viadrina. Er interessiert sich in seiner Forschung vor allem für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der DDR,
für Migration und Flucht in beide deutschen Staaten während des Kalten Krieges und für den Systembruch und die Transformationsjahre in Ostdeutschland. Seine letzte Monographie erschien 2019 bei Links Verlag mit dem Titel Umkämpftes Asyl. Darin analysiert er die Asylpolitik in der DDR und in der BRD vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. Ja, und bevor wir steigen ein, ganz kurz ein paar Informationen und wir im Verlauf dieses Abends. Wir werden hier auf dem Podium circa eine Stunde sprechen und wir freuen uns aber, wenn Sie sich Ihre Fragen merken, denn wir möchten auf jeden Fall viel Zeit für Ihre Fragen auch lassen. Das war auch ein sehr großes Anliegen und auch von uns und von Klaus Neumann, sodass daran anschließend wird, die Möglichkeit zu diskutieren. Und dann, es gibt auch ein kleines Empfang am Ende, leider alkoholfreies, weil wir dürfen keinen Alkohol schenken. Dennoch werden Butterbrezeln auch geben. So, genau, und ja, steigen wir dann ein. Und in Vorbereitung zu dieser Veranstaltung hat Klaus Neumann vorgeschlagen, ein Teil aus dem Buch zu lesen, um eigentlich aus einem vierten Kapitel des Buches, wenn ich mich nicht irre, um ein Gefühl für das Buch zu geben und für die Geschichte, dass er eigentlich in diesem Buch erzählen möchte. So, ich würde Ihnen gleich das Wort geben. Ja, schönen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ihnen allen einen guten Abend. Ich werde jetzt gleich was aus dem Buch vorlesen, sehr kurz, weil wir ja hier heute Abend zusammengekommen sind, um zu diskutieren und nicht für eine Lesung. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass Sie so ein bisschen das Gefühl dafür haben, nicht nur worum es in dem Buch geht, sondern auch wie das Buch geschrieben ist. Nochmal ein paar allgemeine Bemerkungen zum Buch. Das ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Sachbuch, das versucht, ein breiteres Publikum anzusprechen, auch mit dem vielleicht etwas naiven Gedanken, dass über dieses Buch dann Diskussionen, Fragen möglich werden, die ansonsten nur sehr schwierig möglich sind. Das Buch ist kein Vergleich von West und Ost, aber es benutzt zwei exemplarische Fälle. Das ist einmal der Bezirk Hamburg-Altona, einer der 7 Hamburger Stadtbezirke, und zum anderen ist das der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das ist so die Gegend südöstlich von Dresden, zwischen Dresden und der tschechischen Grenze. Und in dem Kapitel, aus dem ich jetzt vorlesen werde, geht es um das Jahr 1992. In der Einleitung des Buches frage ich, ob was wir im Augenblick erleben, eine Wiederkehr der Geschichte ist. Wiederholt sich die Geschichte und vielleicht ist das ja auch was, worüber wir dann im Anschluss diskutieren können. In diesem Kapitel geht es um Hamburg und es geht darum, dass in den frühen 1990er Jahren in Hamburg die Notwendigkeit bestand, mehr Unterkünfte für Asylsuchende, Aussiedler und Bürgerkriegsflüchtlinge zu bauen. Es gab damals schon eine erste große Bauoffensive in den späten 1980er Jahren. Da ging es auch noch um DDR-Übersiedler und dann eben 1992 eine zweite. Und darum geht es jetzt in dieser folgenden Geschichte. In der emotional aufgeladenen Stimmung des Sommers 1992 beschlossen Senat und Bezirksamt Altona, auch im Hamburger Westen weitere Asylsuchende anzusiedeln. Sie planten die Erweiterung einer bestehenden kleinen bezirklichen Unterkunft in unmittelbarer Nachbarschaft des Gymnasiums Wilhöden in Blankenese und die Errichtung einer als Notunterkunft designierten Containersiedlung in der Simrockstraße am südlichen Blankeneser Ende von Isarbruck. Und für diejenigen von Ihnen, die Hamburg nun überhaupt nicht kennen, Blankenese ist so ein bisschen das Hamburger Gegenstück vom Grunewald. Also eine Villensiedlung, sehr wohlhabend im Vergleich zu anderen Stadtteilen. Und Isarbruck ist der Nachbarstadtteil.
In beiden Fällen regte sich sofort Widerstand. In Isarbrook gründete sich die Bürgerinitiative Simrockstraße. Die Nachbarn des Gymnasiums Wilhöden organisierten sich in der Interessengemeinschaft Wohnumfeld Blankenese. Ein Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der anscheinend der Gründungsversammlung in der Aula des Gymnasiums beiwohnte, beschrieb die gediegene Bürgerlichkeit der Veranstaltung, die von 11 Personen von untadeliger Ausstrahlung geleitet wurde, die sehr darauf bedacht waren, die Interessengemeinschaft nicht im politisch rechten Lager zu positionieren. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Gegner von in ihrer Nachbarschaft geplanten oder bereits bestehenden Gemeinschaftsunterkünften eines breiten Spektrums an Mitteln bedient. Der Angriff auf das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, das im Sommer 1992, steht für das eine Ende dieses Spektrums. Während in Rostock Molotow-Cocktails flogen, bemühte man in Hamburg das Verwaltungsgericht und schrieb wohlformulierte Briefe an den ersten Bürgermeister, der übrigens auf derlei Briefe antwortete. Der erste Bürgermeister zeigte in diesem Fall Verständnis für die Anliegen der protestierenden Bürgerinnen. Hamburgs Festungswerke sind geschleift, die Tore sind nicht mehr geschlossen. Wer erst einmal in Deutschland ist, steht plötzlich in Hamburg und ist da, ließ Henning Foscherau, erster Bürgermeister, SPD, einem Vertreter von Wohnumfeld Blankenese ausrichten. Aber er war nicht bereit, von dem Bauvorhaben abzurücken. Neben den höflich formulierten Briefen an Foscherau gab es jedoch auch in Blankenese und Isarbrook andere Stimmen. Auf einer Informationsveranstaltung, die die Bürgerinitiative Simrockstraße im September 1992 abhielt, sagte eine Anwohnerin, bosnische Flüchtlinge oder deutschstämmige Aussiedler, die sind, dagegen hätten wir nichts, aber hier sollen ja Farbige hin, die sind nicht zu integrieren. Ein Teilnehmer der Veranstaltung sekundierte ihr, die scheißen uns hier alles zu, das sind doch Affen. Das monatlich erscheinende Magazin Klönschnack berichtete, dass bei einer öffentlichen Sitzung des Ortsausschusses Blankenese, ebenfalls im September 1992, das Gros des Publikums »Wir sind das Volk« skandierte, andere schlugen vor, Fremde, die die deutsche Grenze passieren wollen, zu vergasen. Der erbitterte Streit um die Wohncontainer in Isarbrook und Blankenese wird in der Regel nicht erinnert, wenn die Rede auf die hysterische Stimmung der frühen 1990er Jahre kommt. Wie ich bei meinen Gesprächen vor Ort erfuhr, ist er noch nicht einmal in den Hamburger Elbvororten Teil einer heute präsenten Lokalgeschichte. Dafür mag es gute Gründe geben. Schließlich wurde die Aufstellung der Container nicht verhindert, schließlich arrangierte sich die Anwohnerschaft bald mit den dort lebenden Menschen und schließlich war niemandem etwas zugestoßen. Warum also sollte man Blankenese in einem Atemzug mit Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen nennen, die in der öffentlichen Erinnerung das Viergestirn einer zweijährigen Episode sind, die als einmaliger Ausrutscher in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands betrachtet wird? Wie Sie vielleicht merken, springe ich so ein bisschen durch das Kapitel, also das ist jetzt keine zusammenhängende Passage. Während rechte Gewalttäter in Rostock-Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus belagerten, traf sich die SPD-Spitze am 22. und 23. August 1992 zu einer Klausurtagung im Petersberger Gästehaus der Bundesregierung. Auf Drängen des Parteivorsitzenden und schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm und des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine verständigten sich die führenden Genossen darauf, von der bisherigen Linie abzuweichen und sich offen für eine Grundgesetzänderung zu zeigen. Also Grundgesetzänderung heißt die Abschaffung des Artikels 16.2, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das war bis dahin von der SPD mehrheitlich abgelehnt worden. Und die CDU brauchte die Stimmen der Mehrheit der SPD-Fraktion, da für eine Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich war. Am 26. Oktober bestätigte ein Sonderparteitag der Hamburger SPD die Abkehr von der bisherigen Linie, nachdem Henning Foscherau
die Delegierten beschworen hatte, nicht über das, was in der Bevölkerung brodelnd in Bewegung ist, hochmütig hinwegzugehen und die kleinen Leute nicht in die Arme einer neuen völkischen Bewegung zu treiben. Wie gesagt, wir sind immer noch im Jahr 1992, nicht im Jahr 2024. Am 17. November schließlich tagte ein Sonderparteitag der Bundes-SPD in Bonn. 3 Tage, nachdem dort mehr als 100.000 Menschen unter dem Motto Grundrechte verteidigen, Flüchtlinge schützen, Rassismus bekämpfen, demonstriert hatten. Auf dem Parteitag redeten sich die Delegierten, wie der Jurist und Journalist Heribert Prantl 2 Jahre später schrieb, in einem Akt der Selbsttherapie ihre Zweifel am neuen Asylkurs weg und stimmten der sogenannten Petersberger Wende zu. Sozialdemokraten und Freidemokratinnen, die in der Debatte um die Änderung von Artikel 16 Grundgesetz einlenkten, begründeten das nach dem Rostocker Pogrom auch mit dem Hinweis auf die aufgeheizte Stimmung im Land. Doch ihre Zugeständnisse entzogen der Wut gewaltbereiter Rassisten nicht den Boden. Im Gegenteil, rechte Gewalttäter konnten sich nun bestätigt fühlen. 6 Tage nach dem Bonner SPD-Parteitag zündeten 2 junge Männer ein von türkischen Familien bewohntes Haus in Mölln an. 3 Menschen starben, 9 weitere erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Anders als nach den pogromartigen Ausschreitungen von Hoyerswerda und Rostock gab es diesmal zahlreiche Solidaritätsbekundungen, nicht nur mit den Opfern, sondern auch generell mit in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft. 1992 und 1993 solidarisierten sich Millionen von Deutschen mit den Opfern rassistischer Gewalt. In Hamburg bildeten am 13. Dezember 1992 Heidi Kabel, Uwe Seeler und Hunderttausende anderer wohlmeinender Menschen eine mehr als 10 Kilometer lange Lichterkette rund um die Alster, zu der unter anderem die Bild-Zeitung aufgerufen hatte. Ihr Protest, angeblich der zahlenmäßig größte, den Hamburg je gesehen hatte, stand unter dem Motto »Gegen Ausländerhass für Toleranz« oder, wie ein Journalist des Hamburger Abendblatts es formulierte, »Lichter statt Baseballschläger«. Für viele Hamburger war das auch eine Gelegenheit, sich selbst zu feiern. Henning Foscherau wurde mit den Worten zitiert, diese Aktion passt zu Hamburg, weil sie von jeher die weltoffenste und toleranteste Stadt Deutschlands gewesen ist. Nicht nur waren die Lichterketten nicht frei von Heuchlerei, wenn sie nämlich von denen mitgetragen wurden, die, wie die Bild, für Hass und Hetze mitverantwortlich waren. Letztlich waren sie auch ein eher hilfloser Versuch, der Hetze und dem Morden etwas entgegenzusetzen. Und zum Abschluss möchte ich ein paar Zeilen aus dem wunderbaren Buch Unser Deutschlandmärchen von Dinja Gücseter lesen, das im letzten Jahr den Literaturpreis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Das ist ein Roman, in dem der Autor mit seiner Mutter spricht und nun spricht die Mutter. Du glaubst, weil deine Kinder hier geboren sind, werden sie hier bleiben. Denkst, die brauchen nicht mehr dieses gespaltene Gefühl. Die haben einen festen Ort und dann brennt es auf dem Bildschirm. Nun lagen Kränze überall. Kerzen brannten zum Andenken an die Opfer. Menschen versammelten sich auf den Straßen. Im Parlament gab es Schweigeminuten. Wie du weißt, hat die Politik die besondere Gabe, alles in Wörter zu schmücken und als Trostspende kann sie jede Straßenecke mit Kränzen versehen. Am nächsten Tag werden die Kränze und Wörter wieder aufgesammelt und dir wird gezeigt, wer du eigentlich bist und sein sollst. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass diese Textpassage bringt uns direkt ins Herz des Buches. Und deswegen würde ich als erstes fragen, warum haben Sie gerade diese Passage gewählt? Also was sagt uns, was war der Grund Ihrer Wahl, was sagt uns über genau, die Geschichte, die Sie schreiben?
Naja, ich denke, das ist im Augenblick ein drängendes Thema. Gehen wir zurück in die 1990er Jahre, werden wir eine Wiederholung dieser Welle der rassistischen Gewalt erleben, die die frühen 1990er Jahre kennzeichneten. Ich denke, da gibt es offensichtliche Parallelen zwischen dem, was so zwischen 1989 und 1993 passierte und dem, was heute passiert. Und ich finde das sehr bedrohlich und das macht mir selber große Angst. Ich hoffe, dass darüber mehr geredet werden wird. Also ich würde fast sagen, wenn ich vor einem halben Jahr gebeten worden wäre, mir eine Passage auszusuchen, hätte ich wahrscheinlich die noch nicht ausgewählt. Aber ich glaube, so in den letzten Monaten hat sich der Diskurs so rasant verschoben, dass das mir wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Ja, zur Kontinuität in Umbrüchen zwischen dieser Vergangenheit und die Gegenwart sprechen wir auf jeden Fall noch ausführlich. Vielleicht dann eine Frage, Sie beiden, und das ist eine Frage an beiden, so, Sie beiden sind Historiker und beschäftigen sich mit der Geschichte der Asyldebatte. Was bewegt Sie als Historiker, sich mit diesem Thema, der eigentlich, genau, wir sind daran gewohnt, als tagesaktuelles Thema zu thematisieren und zu debattieren. Was bewegt Ihnen als Historiker, sich an diesem Thema anzunähern? Vielleicht möchten Sie, Patrice Boutrous, beginnen und dann... Okay, also für mich ist es schwer, das auf einen Punkt zu bringen. In meinen Forschungsarbeiten war eigentlich die Auseinandersetzung um die rassistische Gewalt in Ostdeutschland nach der deutschen Einheit der Ausgangspunkt. Und gar nicht in erster Linie die Auseinandersetzung mit der Asyldebatte, die für mich auch eine doppelte persönliche Seite hat. Die Asyldebatte ist meine politische Sozialisation in der Bundesrepublik als Ostdeutscher gewesen. Und auf der anderen Seite Entschuldigung, 1992 ist mein Vater an der türkischen Grenze gestorben. Er war sehr krank, er war Kurde, er war mein Namensvater ist nicht mein leiblicher Vater kommt aus dem Sudan. Er war sehr krank. Im Irak war ein Kurdenaufstand ausgebrochen, nachdem die Amerikaner den Kuwait von der irakischen Besetzung befreit haben. Der wurde niedergeschlagen und er war auf der Flucht. Das sind sozusagen die zwei persönlichen Ereignisse, die mich nach wie vor immer umtreiben. Als Wissenschaftler ist es eher so gewesen, dass es eine Intervention war in die Debatte in den Nullerjahren, die davon ausging, die sozusagen davon in gewisser Weise auch eine Wiederholung der Debatte der frühen 90er Jahre war, dass behauptet wurde, dass die Entwicklung der oder die Vorfälle rassistischer Gewalt in Ostdeutschland mit Ostdeutschland selbst eigentlich nichts zu tun haben, sondern dass es irgendwie Faktoren sind, die von außerhalb auf Ostdeutschland wirken und dann würden sozusagen bestimmte Ostdeutsche fast reflexartig mit rassistischer Gewalt reagieren. Und dabei ist immer eine Art historisches Argument immer auch noch eingeführt worden, dass nämlich behauptet wurde, dass es sowas in der DDR nicht gegeben hätte. Und ich hatte gerade meine Dissertation zur DDR-Geschichte fertiggestellt, war in der Via Drina. Und haben damit zwei Kollegen gesagt, wir waren Alltagshistoriker, unsere Recherchen aus dem Alltag der DDR haben immer ergeben, dass es nicht nur möglich war, sozusagen lebensweltlich, sondern dass es auch geschehen ist. Dass es rassistische Gewalt in Ostdeutschland, in der DDR gab, aber es keine Forschung dazu gab. Und wir dann versucht haben, Forschung zu etablieren, was nicht leicht war.
Und in den anschließenden Diskussionen, solche Diskussionen wie heute, hat die Böll-Stiftung damals auch in Brandenburg zum Beispiel viel gemacht, in Thüringen. Und in Sachsen war sozusagen, da haben wir unser Ergebnis präsentiert, und der letzte Ausweg für diejenigen, die es nicht wahrhaben wollten, war die Frage, und wie ist es denn im Westen? Und zu meiner großen Überraschung war zumindest die historische Forschung zu Flucht und Asyl in der Bundesrepublik in den Kinderschuhen. Es gab große monographische Arbeiten, auch zur deutschen Geschichte, aus Frankreich oder aus England. Aber in der deutschen Geschichte, Geschichtswissenschaft und insbesondere in der Zeitgeschichte eben nicht. Ich habe mich sozusagen deshalb aufgerufen sozusagen mich damit auseinanderzusetzen, was immer auch ein Problem war, weil es mich, wie Sie ja vielleicht eben auch bemerkt haben, weil es mich auch immer persönlich berührt hat. Kann ich da noch mal was zu fragen? Auf jeden Fall. Also erstmal glaube ich, damit da kein falscher Eindruck entsteht, diese Welle der rassistischen Gewalt in den frühen 1990er Jahren war nicht auf Ostdeutschland beschränkt. Keineswegs. Also das ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten. Als Hoyerswerda passierte, das war ja so eine Art Katalysator für eine ganze Welle rassistischer Gewalt in den folgenden zwei Monaten, also so im Herbst 1991. Da waren die meisten dieser Gewalttaten in ländlichen Gegenden Westdeutschlands und nicht im Osten. Das jetzt nur mal so by the by. Sie haben ja eben gesagt, Sie haben sich ursprünglich für die Frage interessiert, warum es zu der rassistischen Gewalt gekommen ist, und gar nicht so sehr für das Thema Asyl. Aber ist nicht die Debatte um die Verschärfung des Asylrechts, die in den 1980er Jahren in Westdeutschland anfing, auch ursächlich verbunden mit dieser Welle rassistischer Gewalt? Dem würde ich nicht grundsätzlich widersprechen. Ich würde aber, jetzt mache ich ein Politikerwort, ich würde aber differenzieren. die Diskussion in Ostdeutschland war eine Form der Externalisierung der Ursachen. Und da könnte man sogar die Asyldebatte hinzufügen, wie Sie in Ihrem Buch auch geschrieben haben, haben ja immer wieder sozusagen Kommunalpolitiker aus der Region, der übrigens auch ein Teil meiner Familie kommt, immer so getan, als ob ihnen was angetan wurde, dass ihnen sozusagen so Aufgaben übertragen wurden, was sie selbst gar nicht wollten. Uns hat mehr die Frage interessiert, erstens, was ist mit dem Argument, dass es sowas vorher nicht gegeben hätte? Und zweitens, wenn man feststellt, dass es sozusagen solche Fälle gegeben hat, wie ist das zu erklären in einem Kontext von ideologisch begründeter Völkerfreundschaft, Internationalismus als Staatsräson der DDR? Und was für Konsequenzen hatte das auf die Lebenswelt und den Alltag in der DDR? Und da haben wir uns zuerst damit beschäftigt, zu fragen, wie es Migrantinnen in der DDR eigentlich gegangen ist, was auch ein Forschungsdesiderat in der Zeit war, obwohl es jede Menge, wohlfeile Statements in der Sache gegeben hat. Der Unterschied übrigens, das möchte ich sozusagen jetzt auch noch eingehen, der Unterschied zwischen den Angriffen und den Gewalttaten und auch den Morden in Ost- und in Westdeutschland ist in Hoyerswerda ja signifikant schon geworden, und es ist ja auch in Rostock-Lichtenhagen geworden, dass es in der Regel nicht nur sozusagen die Berufung von rassistischen Gewalttätern, was es in Westdeutschland auch gegeben hat, auf die Mehrheitsbevölkerung war, die immer wieder in ihren Äußerungen gesagt haben, dass sie eigentlich nur tun, was alle denken, sondern dass signifikante Teile der Bevölkerung sich an diesen Ereignissen unmittelbar beteiligten. Das ist sozusagen ja das Besondere an sowohl Hoyerswerda als auch in Lichtenhagen gewesen. Und
die Frage, die offen im Raum stand, ist, wie ist das zu erklären? Ist das sozusagen nur situativ zu erklären? Oder müssen wir nicht auch fragen, was diese Gegenwart mit der unmittelbar zurückliegenden Geschichte zu tun hat? Es gab ja noch ein anderes Situationsargument. Das andere Situationsargument war die Einheitskrise. Also dass sozusagen diese Entwicklung aus der Einheitskrise heraus zu erklären wir, was implizit immer meinte, dass es sozusagen vor der Einheit das nicht gegeben hätte. Also vielleicht auch noch mal so zur Richtigstellung, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Es gab auch in Westdeutschland pogromartige Ausschreitungen in Mannheim-Schönau. Ja, das stimmt. Das war durchaus vergleichbar mit dem, was in Hoyerswerda und Rostock passierte. Und in Rostock sind 10% der festgenommenen Gewalttäter hatten einen Wohnsitz in Hamburg. Also das heißt, es waren nicht nur Ostdeutsche, die da randaliert haben. Ja, okay, da will ich sagen. Genau, ich würde aber 10% waren übrigens zu einem großen Teil aus Hamburg kommende Gegendemonstranten. Also es war eine, Rostock-Lichtenhagen ist eine sehr unübersichtliche Situation gewesen. Während die Polizei in Rostock-Lichtenhagen sich nicht imstande gesehen hat, 3 Tage lang einzugreifen, und Rostock-Lichtenhagen war ja auch deswegen so interessant, weil das eine Erstaufnahmeeinrichtung betraf, mitten in einem Wohnviertel und unmittelbar daneben ein ehemaliges Wohnheim von vietnamesischen Arbeitsmigrantinnen. Das sozusagen auch räumlich der Zusammenhang zwischen Asylfrage und der Frage, ob es sich nicht sozusagen viel grundsätzlicher um die Abwehr von Migrantinnen handelt, sichtbar geworden ist. Und am 4. Tag, als die Hamburger autonome Szene sich auf dem Weg nach Rostock-Lichtenhagen gewandt hat, hat es zu großräumigen Verhaftungen im Vorfeld dieser ja etwas außerhalb der Innenstadt liegenden Plattenbauten geführt. Also sozusagen die, wie soll ich das sagen, diese Gegenüberstellung, dass sozusagen das eine das andere sozusagen auflösen würde, ist auch Teil der Debatte selber gewesen. Wie zufällig die beiden die Bundesinnenministerkonferenz 5 Kilometer entfernt abgehalten wurde und dem Bundesinnenminister, also dem Sicherheitsminister der Bundesrepublik zu Rostock-Lichtenhagen nichts anderes eingefallen ist, als zu sagen, und jetzt müsse die SPD in die Verfassungsänderung einwilligen und nicht zu sagen, solche Straftaten befinden sich außerhalb des demokratischen Konsens. Ich würde jetzt gerne die raus aus der Debatte um Lichtenhagen und wieder die Diskussion vielleicht in größeren Rahmen führen. Und zwar vielleicht auch für unserem Publikum, für uns alle, nicht alle sind Extremexperten der Debatte. Möchten Sie, Klaus Neumann, Sie in Ihrem Buch, Sie strukturieren in Ihrem Buch chronologisch, möchten Sie vielleicht die große Linien der Entwicklung dieser Asyldebatte in Deutschland in den letzten 30 Jahren, Ihren Titel ist Blumen und Brand setzen und das suggeriert schon eigentlich, wie diese Debatte alles anders als geradlinig gelaufen ist, sondern in sehr unterschiedlichen Positionen, sehr unterschiedliche Etappen gehabt hat. Was würden Sie als zentralen Zäsuren, Meilensteinen, Momenten definieren, entlang auch Ihrer Forschung für dieses Buch? In einer halben Stunde? Nee, in 5 Minuten. Naja, also ich denke, eine wichtige Erkenntnis meiner Arbeit ist, dass es eben keine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Ne? Also für mich war einer der Anstöße, dieses Buch zu schreiben, also ich bin ja Australier und lebe auch in Australien, sah dann 2015 im August, September dann die Bilder von den Bahnhöfen in Westdeutschland, wo syrische Kriegsflüchtlinge mit Blumen und Teddybären und allem möglichen anderem Zeug noch begrüßt wurden. Und das vertrug sich so gar nicht mit dem Bild von Deutschland, was ich hatte. Ne? Also das Bild von Deutschland, das ich hatte, war eben geprägt durch die Zeit vor 1985, als ich nach Australien gegangen bin, und das Jahr 1990, als ich nochmal für etwa 12 Monate
wieder zurück in Deutschland war. Also da schien das für mich so zu sein, als wenn es eine Entwicklung von Brandsätzen zu Blumen war, obwohl natürlich im Fernsehen nicht nur die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof zu sehen waren, sondern auch die aus Heidenau und Freital. Aber jetzt, 9 Jahre später, stimmt das ja alles überhaupt nicht mehr. Und deswegen auch meine These oder meine Frage am Anfang, sehen wir jetzt eine Wiederholung dessen, was wir in den 90er Jahren sahen. Also eine sehr rasante Diskursverschiebung, die dann auch dazu führt, dass es zu Akten physischer Gewalt gegen Sachen, aber auch gegen Personen kommt. So, Herr Boutrous, Sie haben schon ein bisschen über Ihre Forschungsschwerpunkte auch schon erzählt. Und ich weiß, dass Sie in Ihrem Buch Ihre Geschichte viel früher angesetzt haben, ne? 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und was würden Sie sagen, auch nicht in halbe Stunde, sondern tatsächlich auch in 5 Minuten, welche sind die, hier Frau Klaus Meunermann, eine Wiederholung der Geschichte, welche wären Ihrer Meinung nach wichtigen Meilensteine in einer Vorgeschichte von der Geschichte, die Klaus Neumann erzählt, der letzten 30 Jahre Entwicklung? Das ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube nicht, dass die Geschichte sich wiederholt. Nicht nur, weil ich Historiker vom Beruf bin, sondern weil es ein paar signifikante Unterschiede gibt, die es eigentlich eher noch viel problematischer machen. Die Auseinandersetzung um das bundesdeutsche Asylrecht begann tatsächlich ja nicht mit der deutschen Einheit, sondern war eine Auseinandersetzung, wenn wir mal sozusagen von den Auseinandersetzungen im Parlamentarischen Rat vor der Verabschiedung des Grundgesetzes und den vielen gerichtlichen Entscheidungen absehen, die erst dazu geführt haben, dass Mitte der 70er Jahre die Bundesrepublik tatsächlich ein liberales Asylrecht hatte. Alle Erzählungen von einem goldenen Zeitalter der Asylgewährung, als eigentlich keiner kam, sind empirisch nicht belegbar, sondern auch in dieser Zeit war es eine sehr umkämpfte Geschichte, sonst hätte es diese ganzen Gerichtsurteile nicht geben müssen. Und es hätte nicht die vielen Leute geben müssen, die auch vor die Gerichte gegangen sind und die unterstützt wurden von Initiativen. Es ist eher nicht so, dass Asylsuchende sofort das Antragsverfahren verstehen oder wissen, wie der Instanzenweg in dieser Auseinandersetzung war. Aber spätestens seit Mitte der 70er Jahre, als tatsächlich auf de jure das Recht auf Asyl in der Bundesrepublik dem liberalen Grundsatz des Grundgesetzes folgt, wird sofort die Debatte über dessen Inhalt und Konsequenz eröffnet. Und zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Die zugespitzteste Form war, es gab, glaube ich, aus dem Jahr 1981 eine Dissertation eines Juristen, die auch angenommen wurde, in der Mann versucht darzulegen, dass das Verfassungsrecht auf Asyl verfassungsfeindlich ist. Und das trifft in gewisser Weise die Atmosphäre der frühen 80er Jahre. Sie haben die Heidelberger Erklärung in Ihrem Buch auch erwähnt, in dem eine größere Zahl prominenter Professoren Anfang der 80er Jahre ganz offen die Rückkehr zum völkischen Volksgedanken, also zum ethnischen Volksgedanken, zu einer völkischen Auswahl der Bevölkerung fordern. Das wird, glaube ich, in der FAZ veröffentlicht worden, hat damals große Wellen geschlagen. Also die Positionen waren schon da. Die Frage, die dann interessant ist, wie aus diesen Positionen sozusagen ein gesellschaftlicher Konflikt wird. Das ist in den 80er Jahren, hat es sehr viel mit den Bemühungen der Regierung Kohl zu tun gehabt, das, was sie, und das ist keine Fremdbeschreibung, sondern eine Selbstbeschreibung, was eine geistig-moralische Wende in der Bundesrepublik sein sollte. Und in den frühen 90er Jahren hat es sehr viel
auch damit zu tun gehabt. Ich denke, Asyl hat immer so ein Doppel, es hat sehr viel einerseits mit der Einwanderungsdebatte, die seit den 80er Jahren läuft, und andererseits doch mit der deutschen Einheit. Dass es offensichtlich Asyl so ein Thema ist und war, und da sehe ich ein Element der Kontinuität, wo man sozusagen in der Öffentlichkeit Handlungsfähigkeit nachweisen kann auf Feldern, die eigentlich hochkomplex sind und schwer steuerbar. Dass es offensichtlich so ist, dass mit der Verschärfung des Asylrechts, was wir ja auch seit 2017 immer wieder in verschiedenen Entwürfen sehen, immer auch nachgewiesen wurde, dass man in einem Feld, das man eigentlich für problematisch hält, handlungsfähig ist. Und das Interessante dabei ist, dass sowohl diesen Entscheidungen vorgelagerte Empirie häufig außer Acht gelassen wird und nach den Wirkungen nicht gefragt wird. Also die Frage, ist es denn wirklich wirkungsvoll, was hier geschehen ist? Werden denn die intendierten Veränderungen auch wirklich erreicht? Diese Diskussionen scheinen gar keine Rolle zu spielen. Es sei denn, man kommt an den Punkt zu sagen, dann müssen wir noch zu einer weiteren Verschärfung kommen. Und darin sehe ich eine gewisse Kontinuität. Oder man könnte es auch eine negative Dynamik nennen. Kann ich da noch mal ganz kurz was zu sagen? Ja, klar. Ganz bei Ihnen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, aber ich denke, das ist eine produktive Frage, weil sie auch darauf aufmerksam macht, dass es im Augenblick Entwicklungen gibt, die sehr viel bedrohlicher sind als das, was wir in den frühen 90er Jahren gesehen haben. Also erstens, weil die Diskursverschiebung sehr viel schneller passiert im Augenblick. Das hat mit einer ganzen Reihe Faktoren zu tun, unter anderem mit der Rolle der sozialen Medien. Und dann mit der Tatsache, dass es keine große Gegenwehr gibt gegen diese Diskursverschiebung und auch nicht gegen die Verschärfung des Asylrechts. Also ich hatte an dieser Stelle ja, die ich vorgelesen habe, erwähnt, dass es sowohl vor dem SPD-Parteitag in Bonn 1992, als die SPD dann ihre Meinung änderte, 100.000 Leute in Bonn demonstrierten, und am 29. Mai 1993, als der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit die Grundgesetzänderung beschloss, waren auch 100.000 Menschen in Bonn und haben dagegen demonstriert. Ich habe von keinerlei derartigen Demonstrationen gelesen oder gehört im Kontext der GEAS-Reform, also der Reform des europäischen Asylrechts in diesem Jahr. Und die Auswirkungen, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, der Änderung des Grundgesetzes 1993, die waren von großer symbolischer Tragweite. Aber die hatten nicht die praktischen Auswirkungen, die man sich davon erhofft hatte. Wenn es wirklich zu den Maßnahmen kommt, die jetzt vom Europäischen Rat und der Kommission und dem Europäischen Parlament beschlossen worden sind und die ja auch im Bundestag abgesegnet wurden, das wird Auswirkungen haben, die sehr viel weitreichender sind als das, was 1993 passiert ist, und die sind auch nicht mehr so leicht umkehrbar. Und der andere große Unterschied zu 1993 ist, dass ja nicht nur 100.000 Leute demonstrierten, sondern dass die SPD darüber fast zerbrochen ist. Also die SPD ist da tief gespalten gewesen. Es haben viele SPD-Abgeordnete gegen die Grundgesetzänderung gestimmt. Es haben viele FDP-Abgeordnete gegen die Grundgesetzänderung gestimmt. Und im Deutschen Bundestag, als es um die GEAS-Reform ging, haben SPD und Grüne dafür gestimmt, einstimmig. Eigentlich die Frage, die ich jetzt stellen wollte, und ich glaube, vielleicht passt auch, Sie haben bis jetzt gesprochen über die Asyldebatte auf parlamentarischer Ebene und auf Gesamtbundesebene. Den Zugang, den Sie eigentlich wählen in diesem Buch, ist ein anderer. So, Sie sprechen über Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft. Und
Meine Frage wäre, was für Art von Akteuren sind eigentlich KommunalpolitikerInnen und Akteuren und Zivilgesellschaft in dieser Asyldebatte? Warum verfolgen Sie diese Perspektive? Was für einen Einfluss haben diese Akteuren auf die Geschichte der Asyldebatte gehabt? Und warum erhalten Sie diese Perspektive für interessant? Naja, die haben nicht so sehr einen Einfluss auf die Asyldebatte, also die Debatte um die Asylgewährung oder Schutzgewährung, sondern die haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie Schutzsuchende empfangen werden. Also das sind die kommunalen Behörden, die Kreise und kreisfreien Städte, die darüber entscheiden, wie Leute untergebracht werden. Und das ist dann ja eine ganz wichtige Komponente, wenn es darum geht, also wie Schutzsuchende in Deutschland empfangen werden. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern, aber auch zwischen einzelnen Kreisen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, also gerade da anzusetzen. Und könnten Sie in Kurze für uns alle, die das Buch, so ich habe das Buch gelesen, aber wahrscheinlich im Publikum nicht, diesen Unterschieden, die Sie meinen sehr klar, dass Sie, und das verstehe ich total und unterstütze sehr, dass Sie möchten keinen Vergleich zwischen diesen beiden Fallbeispiele. Sie sprechen aber jetzt über Unterschieden so, oder Ähnlichkeiten. Wie würden Sie anhand dieser Fallbeispiele, dieser Bahnbreiten an unterschiedlichen Aufnahmenformen so in den letzten 30 Jahren beschreiben? Naja, also vielleicht ein Beispiel, was die meisten von Ihnen noch so im Kopf haben. In Nordwestmecklenburg, da sollte ja eine Unterkunft gebaut werden für mehrere hundert Menschen in Uppal. Da gab es großen Widerstand dagegen. Da hat der Landrat ignoriert, dass es in dem Kreis Leerstand gab, den Wohnungen gab, die man da hätte benutzen können, und hat bewusst darauf gesetzt, dass es aufgrund seiner Maßnahme zu großen Protesten kommen würde. Man hätte das auch ganz anders machen können. Das heißt also, da sind kommunale Entscheidungsträger, die sehr großen Einfluss darauf haben, wie diese Debatte dann lokal abläuft. Also es gibt da, glaube ich, kein Muster, wo man sagen kann, das ist im Westen so, das ist im Osten so, oder das ist auf dem Land so, das ist in der Stadt so. Aber es gibt sowohl CDU-regierte Landratsämter und grün-regierte Landratsämter, die sehr rigide sich da verhalten. Und es gibt welche von den gleichen Parteien, die sich da sehr, sehr innovativ mit ihren Möglichkeiten umgehen. Ein anderer, glaube ich, wichtiger Unterschied ist darin, wie sich kommunale Entscheidungsträger definieren, also wie die auch ihre Rolle sehen. In Sachsen ist das so, dass die Mitglieder des Kreistages schon relativ viel Entscheidungsgewalt haben. Also so ein Kreistag, der hat ein Budget, da können Maßnahmen beschlossen werden, die können auch dem Landrat sagen, so jetzt machen wir das mal so und nicht so. In Hamburg hat die Bezirksversammlung sehr viel weniger Einflussmöglichkeiten, also als zum Beispiel eine Berliner Bezirksversammlung. Das ist einfach ein Verwaltungsausschuss, der ist zwar gewählt, aber die haben kaum Budget und haben kaum Entscheidungsmöglichkeiten. Das kümmert die aber nicht. Das kümmert die nicht, und die sagen, wir sind aber trotzdem für alles zuständig. Nicht nur für die Kommunalpolitik, nicht nur für die Landespolitik, sondern die Altonaer Bezirksabgeordneten behaupten auch, sie können Entscheidungen treffen über bundespolitische Fragen. Können sie natürlich eigentlich nicht, aber dadurch, dass sie das seit mehreren Jahrzehnten immer wieder beanspruchen, haben sie sich auch so eine gewisse Handlungsmöglichkeit erkämpft. Auch dadurch, dass sie dann den lokalen Diskurs mit ihren Haltungen und Handlungen beeinflussen können. Während die Kreistagsabgeordneten in Pirna, also im Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, eigentlich immer nur das abnicken, was ihnen der Landrat gerade so vorschlägt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, und das ist jetzt nicht Hamburg-spezifisch oder Sachsen-spezifisch, sondern das kommt dann auch auf die einzelnen ehrenamtlichen
Kommunalpolitiker an, die sich dann entweder die Möglichkeiten nehmen, die ihnen gegeben werden, oder diese nicht nehmen. Herr Petrus, Sie möchten darauf reagieren. Ich wollte nur sagen, warum ich das, dass ich sage es auch nochmal, was ich wirklich gut und wichtig und interessant finde und vor allen Dingen wegen dieses kommunalen Aspektes. Das hat aber auch eine diskurspolitische Seite. Mhm. Schon in den frühen 90er Jahren ist sozusagen jenseits der Frage, ob man sich das leisten kann, ganz allgemein im Eindruck der Einheitskrise, immer wieder das kommunalpolitische Argument als ein zwingendes eingeführt worden, mit dem behauptet wurde, die Kommunen sind sozusagen die Leidtragenden der Aufnahme von Geflüchteten und Asylsuchenden. Und deswegen muss man das begrenzen. Und in gewisser Weise haben wir, ich glaube, vor 3 Jahren begann das, so eine ganz ähnliche Argumentation gehört. Und deswegen ist es so wichtig zu sehen, inwieweit die Handlungsoptionen sind und auch unter welchen Motivationen die genutzt werden oder eben auch nicht genutzt werden. Also dass es nicht so einfach ist zu sagen, die Kommunalverfassung sieht das vor und dann ist es auch so. Da ist sehr starker Bürgerwille, kommt da immer wieder hervor. Oder eben auch eine Vorstellung eines durchregierenden Staatswesens, wo die Kommune sozusagen nur das unterste Glied ist eines auszuführenden einer auszuführenden Institutionenordnung, wie man es im Kreistag in Pirna ganz häufig den Eindruck hatte, wo sozusagen auch bestimmte Spielräume gar nicht genutzt wurden, die man eigentlich hätte. Aber insgesamt ist es von Bedeutung, um eben das Buch auch um zu zeigen, die Kommunen sind weder nur das Opfer der Asyldebatte, noch sozusagen nur das letzte Rädchen, in dem fungiert es, sondern hier werden Entscheidungen getroffen und Verantwortung übernommen, die auf das besondere Feld der Aufnahme, über die sozusagen in den Debatten um die Asylgewährung relativ wenig gesprochen wird. Denn was Sie ja auch angeführt haben, diese Beispiele, dass in den frühen 90er Jahren versucht wurde, Geflüchtete vor allen Dingen irgendwo im Wald unterzubringen. In alten sowjetischen Kasernen, möglichst weit von der Bevölkerung, welche Konsequenzen das sowohl für die Kommunen als auch die Geflüchteten hat, scheint, da sind sozusagen dies auch öffentlich zu debattieren, da sind wir eigentlich erst am Anfang. Kann ich da noch mal ganz kurz was zu sagen? Also in dem Buch geht es um Geflüchtete, es geht um die Aufnahme von Geflüchteten, es geht um rechte Gewalt, aber es geht auch um demokratische Teilhabe. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und also da gibt es ja zwei Seiten zu diesem Thema demokratische Teilhabe. Das ist einmal die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen beteiligt werden können oder beteiligt werden. Und dann die Frage, inwieweit gewählte Repräsentanten und auch gerade ehrenamtliche gewählte Repräsentanten wie Kommunalpolitiker, wie die ihre Rolle verstehen. Wen repräsentieren die eigentlich? Repräsentieren die ihre Wählerinnen und Wähler oder repräsentieren die alle? Und das macht diese Altonaer Bezirksversammlung so besonders, dass die Bezirksabgeordneten mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen immer wieder sagen, wir sind die Vertreter aller Menschen, die in Altona wohnen. Und nicht nur der Deutschen, nicht nur der im Einwohnermeldeamt gemeldeten, sondern aller, also auch der undokumentierten Menschen, die in Altona wohnen. Und die Leute, die jetzt in zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften wohnen, sind Bürgerinnen und Bürger. Das ist dann so die, der Sprachgebrauch der DDR. Ne? Das sind Bürgerinnen und Bürger genauso wie die uns gewählt haben. Und das ist eint SPD und CDU und Grüne und FDP und Linke. Das ist, also da gibt es keine parteipolitischen Unterschiede. Das finde ich auch spannend, also an der Geschichte.
Ja, in dieser so komplexen Zusammenspiel zwischen einmal so Asylpolitiken, ja, Bundesebene so debattiert werden und Handlungsräumen von Kommunalpolitikern. Ich wollte fragen eigentlich an beide, und wer möchte eigentlich zuerst antworten? Sie haben so, was würden Sie sagen, welche waren in der Geschichte, in den unterschiedlichen historischen Konstellationen, die Sie untersuchen, Momente, aber auch Bedingungen von irgendwie erfolgreichen Aufnahmekultur, Aufnahmepraxen? So, was war da entscheidend? Welche politischen Entscheidungen, welche einzelne Menschen, welche Akteure, welche Bedingungen? Was würden Sie sagen, wer möchte? Ja, also die Frage ist ja eher, was man als Erfolg ansieht. Auf jeden Fall. Es ist keineswegs so, dass erfolgreiche Integration ein Topos ist, der unumstritten wäre. Klar. Das gibt eine Vorstellung davon, die ganz klar auf den alten Assimilationsbegriff zurückgeht, die sagt, sozusagen erfolgreiche Integration ist, wenn man die Menschen nicht mehr wahrnimmt. Das ist eine sehr langwierige und schwierige Debatte, aber in einer Situation, die gerade das Ende der Erstaufnahme bedeutet, finde ich, ist es sozusagen hochproblematisch, so einen Erwartungshorizont zu formulieren. Selbst einschlägige Vertreterinnen der Assimilationsthese müssen eingestehen, dass die historischen Beispiele, die es über Assimilation gibt, über 4 bis 5 Familiengenerationen gehen und nicht über 2 oder 3 Jahre. Das das eine. Das andere ist, ob man Erfolg nicht auch erfolgreiche Integration daran misst, dass die vermuteten oder auch tatsächlichen Konflikte, das geht auch manchmal so ineinander, ob man in der Lage ist, die so auszutragen, dass keine Katastrophen entstehen. Und es gibt Beispiele für Katastrophen, also für das ist, und die Katastrophen reichen von angezündeten Unterkünften bis zu Selbstmorden von Geflüchteten. Also ist die Frage sozusagen, woran misst man das eigentlich und wie kommt man zu so einer Politik? Und das Interessante für mich, das ist nun mal abgesehen davon, dass ich das Elbe-Bild unglaublich charmant fand, von Anfang an sozusagen Sächsische Schweiz und Altona, also sozusagen so ein Fluss, der so diagonal durchs Land fährt, und da gibt es sozusagen so ein ganz weitreichendes Spektrum von Möglichkeiten. Aber es gibt sozusagen außerhalb da auch, worüber man weiter. Was mich 2016 zum Beispiel sehr überrascht hat, war die Gemeinde Passau, als die CSU Landesregierung festgestellt hat, dass die Erwartung, die in die zentrale Ankunft in München, was nämlich eine Überforderungserwartung war, nicht eintritt, sondern dass es der Stadt München in relativ kurzer Zeit mit der Stadtgesellschaft gelungen ist, sozusagen diese Erstankunft, die mich übrigens als Historiker an die 50er und 60er Jahre erinnerte, wo beinahe alle Migrantinnen, egal ob es Arbeitsmigrantinnen waren oder Geflüchtete aus dem Ostblock, zuerst in München angekommen sind, weil man damals noch sozusagen nicht nach Frankfurt am Main geflogen ist. Also als die Landesregierung gemerkt hat, dass sozusagen München eher ein Bewältigungsort als ein Überforderungsort wird, hat sie entschieden, an die Grenzorte zum Beispiel an Passau, die Kompetenz der Erstaufnahme zu geben. Und interessanterweise, dass tief katholische, tief konservative Passau sowohl die Gemeindevertretung als auch der Bischof von Passau als auch die Stadtgemeinde haben sozusagen diesen Spruch von Angela Merkel ernst genommen. Und haben unter Beweis gestellt, was möglich ist unter der Voraussetzung, dass man denkt, dass es sich auch um eine Herausforderung, nicht notwendigerweise eine Überforderung
sein muss, sondern danach, wenn man die Frage umdreht, sondern unter welchen Bedingungen ist es zu ermöglichen? Und in gewisser Weise stecken in Altona und in der Sächsischen Schweiz Elemente von all dem auch drin. Es gab auch Sie hatten das eine Beispiel der wohl situierten Abwehr. Es wäre wahrscheinlich in Pirna schwer möglich, so einen ähnlichen Personenkreis zusammenzustellen. Aber es hat eben in der Sächsischen Schweiz auch Leute gegeben, die jenseits von Hanau gesagt haben, das muss auch anders gehen und sich dafür auch eingesetzt haben. Und die Frage, die mich eigentlich beim Lesen immer wieder bewegt hat, was aus den Leuten, wie es diesen Leuten gerade jetzt geht. Also ich würde die Frage ein bisschen anders angehen. Also ich denke, wenn es um administrative oder legislative Maßnahmen geht, dann gibt es bestimmte Entwicklungen, die eindeutig Erfolge waren. Also zum Beispiel, dass in Teilen Sachsens in den Nullerjahren die Paketverpflegung abgeschafft wurde. Oder dass im Kreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, beschlossen wurde vor etwa 12, 13 Jahren, dass Asylsuchende in der Regelfall dezentral untergebracht werden sollen und nicht in zentralen Einrichtungen. Das sind, würde ich sagen, unumstrittene Erfolge. Die andere Frage ist, was kann als Erfolg gelten, wenn es um die so den Umgang mit Asylsuchenden durch die Zivilgesellschaft geht. Ne? Unbestreitbar ist das, was 2015 passiert ist, also das, was mit dem Begriff Willkommenskultur bezeichnet wird, auch ein Erfolg. Aber da ist dann die Frage, warum sind diese Erfolge so kurzlebig? Was dann wiederum die Frage an die Frage erinnert, wie kommt es eigentlich zu diesen kurzlebigen Eruptionen von Emotionen? Ne? Wie kommt es, dass da so viele Leute zum Münchner Hauptbahnhof gerannt sind oder dass mehr als 1000 Leute bei der Kleiderkammer, der zentralen Kleiderkammer in Hamburg ausgeholfen haben? Und das sind dann oft so Ereignisse wie Fernsehbilder aus Heidenau, Fernsehbilder von dem toten kurdischen Jungen am Strand in Bodrum in der Türkei. Das heißt, das sind so emotionale Trigger. Und das, was dann als Reaktion auf diese Bilder passiert, das ist nicht besonders nachhaltig in der Regel. Das ist wie so ein Aufwallen und dann sackt das sehr schnell wieder in sich zusammen. Und was ich versucht habe, in dem Buch auch vorzuschlagen, ist, dass wir uns auf eine Diskussion darüber einlassen, warum ein Land wie Deutschland eigentlich Schutzsuchende aufnehmen sollte. Das ist ja keine... Also die Antwort auf diese Frage ist nicht sozusagen vorgegeben. Wir können ja nicht immer darauf warten, dass es die geeigneten Fernsehbilder gibt, um dann motiviert genug zu sein. Und ich denke, das wäre wichtig, diese Diskussion zu führen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass im Augenblick mal wieder der richtige Zeitpunkt dafür verpasst worden ist. Ja, ich würde gerne eine letzte Frage, bevor wir öffnen zum Publikum. Und zwar, Sie haben das beide in unterschiedlichen Formen irgendwie, diese ganze Verbindungen und die Verbindungen zwischen Geschichte und Gegenwart erwähnt. Sie sind mit der Stege angefangen, von der Wiederholung der Geschichte eigentlich von einer, so inwieweit heute viel schlimmer ist als 93. Sie meinten, ich als Historiker glaube ich nicht in der Wiederholung der Geschichte. Und als wir
Ihnen, Herr Norman, gebeten haben, ein Zitat zu schicken für den Sherpik, so für die Bewerbung von dieser Veranstaltung. Sie haben uns geschickt ein Zitat, das so lautete: Das menschliche Vermögen aus der Geschichte zu lernen wird maßlos überschätzt. Das bedeutet ein generelles irgendwie Misstrauen gegenüber einer Lernfähigkeit aus Geschichte. Dennoch, Sie haben mir auch ein schönes Text von Ihnen geschickt, in dem Sie halt über das Potenzial der Sackgassen halt schrieben, irgendwie, wie doch wichtig ist, Geschichten, auch wenn sie nicht weiter sich entwickelt haben, doch zu schreiben und zu untersuchen. Und dann ja, würde ich Ihnen fragen, was hilft uns eigentlich diese historische Perspektive, um die Gegenwart der deutschen Flucht- und Asyldebatte einzuordnen, über diese, jenseits der Stichworte Migrationsproblem, Asylkrise, und was, genau. Naja, also ich denke, Geschichte liefert keine Handlungsanleitung. Ne? Also das ist ja oft so das, was Historiker gern gefragt werden. Naja, was haben wir denn nun aus der Geschichte gelernt? Was können wir denn jetzt nur besser machen? Das halte ich für nicht so besonders produktiv. Aber also ich glaube, das ist schon wichtig, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, auch mit den Geschichten zu beschäftigen, um auch so ein bisschen zu sehen, was für Handlungsmöglichkeiten gab es denn in der Vergangenheit, welche Geschichten gab es in der Vergangenheit, die gar nicht in unsere Gegenwart überliefert worden sind, weil die eben gar nicht in der Gegenwart aufgegangen sind. Ne? Also das ist, was Sie eben mit Sackgassen ansprachen. Also es gibt ja in der Geschichte viele Entwicklungen, die nirgendwo hinführen, die aber vielleicht interessant sind und die uns vielleicht auch ermuntern könnten, die Zukunft anders zu denken als nur eine bruchlose Fortsetzung der Gegenwart. Und dafür ist Geschichte sicher auch wichtig und interessant und spannend. Und Herr Boutrous, Sie meinten, Sie glauben nicht in der Wiederholung der Geschichte. Welche Zusammenhänge sehen Sie aber zwischen Ihrer historischen Forschung zur Asyldebatte und das heute? So. Ja, also die Frage, was wir aus der Geschichte lernen, stammt eigentlich aus einer Zeit, als Geschichte ein zentrales Element nationalstaatlicher Identitätspolitik war. Das ist sozusagen die Vorstellung war, man müsse sozusagen nur die richtige Geschichte über die jeweilige Nation erzählen und dann ist man in der Lage, sich damit zu identifizieren. Bedauerlicherweise hat Ministerpräsident Kretschmer auf dem Historiktag in Leipzig genauso einen Anspruch wiederholt, nämlich den der Identitätsstiftung. Aber eine autonome, kritische Geschichtswissenschaft setzt sich mit den Fragen auseinander, wie es sozusagen zur Gegenwart gekommen ist. Und die müssen aus unterschiedlichen Perspektiven auch gestellt werden. Also nicht einfach sozusagen in so einer Zielvorgabe. In meinem Buch habe ich den Vorschlag gemacht, sozusagen nicht weder über Niedergangs- noch über Aufstiegs- oder Erfolgsgeschichten nachzudenken, sondern zu fragen, woher kommen die Konflikte der Gegenwart eigentlich? Dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit, was ja nicht dasselbe wie Geschichte ist, die Beschäftigung mit der Vergangenheit dazu dienen kann, dass einem die gegenwärtigen Konflikte nicht wie eine Überwältigung erscheinen, sondern als ein verstehbares Ereignis, die sozusagen den Grund, auf dem man sich bewegt, handhabbarer macht. Das führt nicht notwendigerweise zu einer Handlungsanleitung, wie Sie vollkommen zu Recht gesagt haben, kann aber dazu führen, dass man sich sozusagen nicht permanent nur großen Mächten ausgeliefert fühlt, die sozusagen über einen regieren. Und ich denke, führt zu der Entscheidung, ob man in dem Feld, um das es dabei geht, dann auch selbst bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ja oder nein. Das war ja mein Zitat. Diese Entscheidung kann die Geschichtswissenschaft und die Geschichte jedem Einzelnen nicht abnehmen, sondern man steht sozusagen
vor dem spezifischen Wissen. Und dann muss man sozusagen selber sich fragen, in welcher Form ich das denn auch ernst nehme, was ich hier erfahren und an Erkenntnissen gewonnen habe. Und das deutet letztendlich darauf hinaus, dass es sich um einen permanenten, offenen Prozess handelt. Gut, ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlusswort jetzt für dieses Gespräch hier auf dem Podium. Aber ich würde sehr gerne dann die Diskussion zu den Fragen öffnen. Wir haben schon hier eine erste Frage. Ich glaube. Dankeschön. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage, wenn ich darf. Die Anmerkung bezieht sich auf den Bezug auf die GS-Reform und die Asylrechtsverschärfung 1993. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Europapolitik und ich würde mal eine These aufstellen, dass ich glaube, dass die Tatsache, dass die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, da wurde sich auch zunutze gemacht in der bundespolitischen Debatte und generell in den nationalen Debatten in den Mitgliedstaaten, dass es halt ein europapolitischer Prozess war. Also das war ein unglaublich komplexes Reformpaket, was selbst Expertinnen kaum nachvollziehen konnten oder lange gebraucht haben, um nachvollziehen zu können, was da eigentlich dahinter steckt. Und mein Eindruck war, dass man dann in der bundespolitischen Debatte, also innerhalb der Parteien auch, sehr schnell zu eigenen Narrativen gefunden hat, was diese Reform eigentlich bedeutet. Und vielen hat dieses Wissen, was wirklich dahinter steht, nämlich dass es diese krassen Verschärfungen tatsächlich beinhaltet und auch keine wirklichen Lösungsansätze bietet, hat man sich da zunutze gemacht. Also, weil es gab Demonstrationen, allerdings sehr kleine und auf dem Peak vielleicht ein paar tausend Leute. Und wenn man sich so angeguckt hat, wer das war, das waren schon wirklich vor allen Dingen Leute, die wirklich tief in diesem Asylrechts, in dieser Asylrechtsdebatte drinsteckten und das auch nachvollziehen konnte. Und die Europafraktion hat ja also einige in den Europafraktionen haben ja dagegen gestimmt. Die Grünen, die Linken und ein paar SPDler, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Genau, also das nur so als These. Habe ich so wahrgenommen, dass das so Dynamiken sind, die ich auch aus anderen europapolitischen Prozessen kenne. Man versteht es nicht, man kann schön nach Brüssel schieben, man kann sich davon distanzieren. Genau. Jetzt noch eine Frage, weil Sie ja diesen sehr übergeordneten Blick haben, was diese Debatten angeht. Ich habe so das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen die Frage nach einer Hoffnungsperspektive, dass wir uns seit 2015 wirklich in einer kontinuierlichen Abwärtsspirale befinden, was diese Asylrechtsreform und Verschärfungsdebatten angeht und dass diese rassistischen Elemente immer stärker werden. Also ich teile diese beängstigenden Gefühle da. Was hat denn dazu geführt, dass diese Debatten, diese öffentlichen Debatten, die wir schon geführt haben, irgendwann mal aufgehört haben? Also gab es irgendwelche Faktoren, die begünstigt haben, dass sich das wieder beruhigt hat? Gab es einfach andere Themen? Was ist jetzt anders? Ist es Social Media und Rechtspopulismus? Weil GEAS kam ja auch mit dem Versprechen, naja, danach wird es dann besser. Wir müssen jetzt kurz mal zeigen, dass wir handlungsfähig sind und dann beruhigt sich das alles wieder. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Sorry, das war jetzt sehr lang. Das ist kein Problem. Darf ich jetzt gleich antworten drauf? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also kurz zu der Anmerkung, das ist zwar richtig, dass es ein sehr komplexes Maßnahmenpaket ist, aber man kann das ja runterbrechen auf Sachen, die auch einem allgemein gebildeten Publikum klar verständlich sind. Ne? Man kann sagen, da wird es Lager an den Außengrenzen geben. Das ist was alle verstehen. Und das ist richtig, dass es da einige Demonstrationen gegeben hat. Ich war selber auf mehreren Demonstrationen in Hamburg. Bei einer habe ich die Teilnehmer gezählt, da waren 80. Ne? Das waren so ein paar Leute aus dem Umkreis der evangelischen Kirche und vielleicht so 40 oder 50 in der Mehrzahl unter 18-jährige Antifas. Also das ist nicht zu vergleichen mit dem, was in den frühen 90er Jahren passiert ist. Und das hat, glaube ich, auch schon damit zu tun, dass die Parteien, die so historisch da eher kritische Haltungen bezogen haben, SPD und Grüne,
da relativ ruhig geblieben sind und dann, als es um die Abstimmung ging, auch einstimmig das abgesegnet haben. Ob es da jetzt die Aussicht gibt, dass das wieder besser wird, weiß ich nicht. Also ich sehe das im Augenblick nicht. Ne? Man muss jetzt abwarten, was aus dieser GERS-Reform überhaupt wird. Also ich denke, das wird eine Frage für die europäischen Gerichte sein, ob das überhaupt durchsetzbar ist. Und da bin ich schon ein bisschen hoffnungsvoll. Man muss auch abwarten und sehen, wie weit die Verletzungen europäischen Rechts, die ja von mehreren EU-Mitgliedstaaten und von Frontex relativ systematisch in den letzten Jahren begangen worden sind, inwieweit die irgendwann mal geahndet werden und ob das dann Konsequenzen hat. Da bin ich eher nicht so optimistisch. Dass sich die Debatte hier beruhigt. Also ich glaube, solange es Politiker der Parteien der demokratischen Mitte gibt, die der irrigen Meinung sind, man muss nur die Narrative der Rechten bedienen, um die Rechten dann auszumanövrieren. Solange es diese irrige Meinung gibt, solange wird sich das auch nicht beruhigen. Ne? Also ich habe die Debatte im Europäischen Parlament im Livestream verfolgt und ich war schockiert darüber, dass die Befürworter, also Sozialisten, Liberale und Christdemokraten, übereinstimmend nur zwei Argumente hatten für diese Reform, dass es nicht so bleiben soll, wie es ist und dass man damit den Vormarsch der Rechten stoppt. Das ist doch Unsinn. Also man kann doch nicht den Vormarsch der Rechten damit stoppen, dass man das macht, was die Rechte will. Möchten Sie was dazu auch? Ich will nur eine Ergänzung sagen. Es gab ein weiteres Narrativ, das der Einigkeit. Und das ist, was ich jetzt sage, ist kein Grund zur Freude, weil dieses Narrativ wurde zwar medial sehr stark aufgenommen, aber am Tag danach haben die Visegrad-Staaten sofort gesagt, dass sie sich nicht daran halten werden. Das heißt also, selbst eine Revision von GERS durch den Europäischen Gerichtshof, die angestrebt wird von verschiedenen Staaten, muss nicht notwendigerweise zu einer besseren rechtlichen Regelung führen, weil Teile der Fraktion, die GERS eigentlich unterstützen, schon jetzt gesagt haben, wir wollen eigentlich noch was ganz anderes. Also und deswegen ist dieses Narrativ Ruhe in den Laden bekommen, auch deswegen hinfällig, weil es bedeutsame Kräfte auf der europäischen Ebene gibt, die gesagt haben, GERS ist der Kompromiss und nicht das Ziel. Das muss man sozusagen mitbewerten, um das nachher nochmal zu unterstützen, was gerade vorher gesagt wurde. Ich glaube, McConnell hatte eine Frage. Ja, vielen Dank für die wirklich sehr tiefen Einblicke in die Debatten und die Diskurse. Ich wollte nur ganz kurz ein bisschen meine Perspektive, meine Beobachtung teilen, aber auch nochmal von Ihnen, von dir auch, Patrice, nochmal gegengespiegelt bekommen. Das eine ist, ich verfolge ja die Debatte nicht nur politisch, weil ich in einer politischen Stiftung arbeite, sondern weil ich selbst auch als Geflüchteter in dieses Land gekommen bin und all diese ganzen Phasen auch sehr lebendig vor Augen habe. Ja. Und als Geflüchteter schon in den 80er Jahren, als ich gekommen bin, war für mich die Politik eigentlich nicht präsent, sondern es war immer die Zivilgesellschaft, die viel leiser war, die auch nicht so sichtbar war. Es waren oft Einzelpersonen, die es auch weiterhin gibt. Ja, also dieses Blumen, was ja wirklich sehr gut hier nochmal illustriert wurde, auch am Beispiel von München, so bestimmte Gästen. Diese Gäste gab es schon immer und die gibt es auch. Die ist einfach nur anders sichtbar. So, das wollte ich einfach nochmal, diese Kontinuität kurz beschreiben, weil das auf ganz niedrigerem Level stattfindet.
aber auch was so als Fortsetzung von dem, was wir 2015, 2016 gesehen haben, der Ort, die Debatte hat sich auch verlagert. Das heißt, zu den ganz wichtigen Akteurinnen und Akteuren im Mittelmeer wie CI, Sea-Watch, SOS Mediterranee, über die ich übrigens auch wirklich sehr stolz bin, weil einfach diese deutschen Rettungsschiffe eine große Rolle vor Ort spielen. Und das geschieht, und das ist auch nur möglich, weil sie einfach auch großzügig auch Spendengelder bekommen. Ja, also es ist einfach nur viel leiser, aber ich glaube, da gibt es eine gewisse Kontinuität und daran muss man noch weiterarbeiten, finde ich, das ist ganz wichtig. GEAS wurde ja vorhin gesagt, wie komplex die ganze Geschichte ist. Letztlich, wenn man das politisch nochmal analysiert, das ist ja eine Festschreibung der reellen Politik letztlich. Ja? Also GEAS ist keine Projektion auf die Zukunft, sondern das ist der Status quo. Der Status quo wurde in politische Maßnahmen gegossen. Das hat zum einen dazu geführt, dass hier viele Leute gesagt haben, okay, das, was ist, wird jetzt nochmal hier in Politik umgesetzt. Und das Zweite ist, und das interessiert mich, eure Perspektive als HistorikerInnen, wie es oft einfach diese antizyklische Politik-Handlungsebenen gibt. Ja, wenn die Grünen nicht an der Regierung beteiligt wären, wenn sie nicht Teil von GEAS wären, welche Protestdynamik hätte es ausgelöst? Ähnlich, das hat man ja auch bei Hartz IV damals ja auch diese Frage gestellt, hätte es nur eine CDU-Regierung das gemacht, wie hätten die Gewerkschaften und so weiter reagiert? Bei Asyl haben Sie ja zu Recht gesagt, dass es trotzdem zu einer Prozesswelle geführt hat. Also immer dass die Straße immer dann oder Menschen immer auf die Straße gehen oder auch diese Mobilisierung immer dann stattfindet, wenn dann auch eine potenzielle politische Opposition dann auch sichtbar wird. Und so, das, da haben wir so ein paar historische Momente, was letztlich auch vielleicht auch einen Protest ein Stück weit erstickt, weil die potenzielle Oppositionskraft ein Teil dieser Politik wird. Ich würde vielleicht gerne und überlasse Ihnen dann die zweite und dritte Frage gerne zu den Bemerkungen was sagen, mit denen Sie angefangen haben. Also diese Kontinuität der Zivilgesellschaft. Das ist hier meine 34. Veranstaltung zu dem Buch und ich habe relativ viele Veranstaltungen in Sachsen gemacht, auch in kleineren Orten. Da gibt es zwar die Kontinuität dieser Zivilgesellschaft, aber die ist sehr fragil. Also wenn dann in Görlitz 12 Leute zu so einer Lesung kommen, dann sind das die 12 Leute, die sich da in Görlitz noch einsetzen. Und die sind alle sehr müde. Und einige von Ihnen haben Angst. Ich habe bei jeder Veranstaltung in Sachsen ein Vorgespräch führen müssen, in der es darum ging, was machen wir denn, wenn die Rechten kommen? Ist die Polizei informiert? Wie machen wir das mit dem Hausrecht? Also ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Also wir sitzen hier in Berlin relativ komfortabel. In Hamburg ist das auch alles relativ komfortabel. Aber in Orten, in denen die AfD, die Freien Sachsen und die Wagenknecht-Partei zusammen fast 70% der Stimmen kriegen, ist das nicht komfortabel. Und da braucht es, glaube ich, auch Anstrengungen, auch von uns, die in komfortablen Milieus leben und arbeiten, diese Leute zu unterstützen. Expertus, möchten Sie dazu was? Ja, es ist aber schwierig. Ich stimme dem vollkommen zu. Es ist für mich deswegen auch schwierig, weil es so in dem persönlichen Bereich, hatte ich erwähnt, dass ich Verwandte in Hanau habe, die mir 2015 ganz klar gesagt haben, und das sind nette Leute, die gesagt haben, ja, es kann sein, dass es den Leuten schlecht geht, aber wir wollen die trotzdem nicht hier haben.
wenn wir über gesellschaftliches Klima reden. Und das ist nicht erst kürzlich entstanden. Und wenn man von komfortabler Situation ausgeht, der Titel des Bundeskanzlers im Herbst letzten Jahres hat für diese erschöpften Menschen, denen ich auch immer wieder mal, eine katastrophale Wirkung gehabt. Dass der Regierung, das hat für die, viele von diesen Menschen bedeutet, dass der Regierungschef dieses Landes nicht auf ihrer Seite steht. Das mag ja zwar wortreich und auch vielleicht mit Aktentasche und einem suffisanten Lächeln bei Seite fingen, aber die Wirkungen sind enorm. Mal abgesehen davon, dass wir sozusagen, das spielt im Buch auch so ein bisschen die Rolle, langfristige Arbeit für Geflüchtete ist immer eine Arbeit an den mentalen Grenzen, und zwar nicht nur für die Geflüchteten, sondern auch für die Helferinnen. Und ich kann, und da kann der Bundespräsident dann auch immer mal wieder in einer salbungsvollen Rede den Leuten durch die Haare fahren, das ist nicht genug. Das ist einfach nicht genug. Und das ist tatsächlich so ein Unterschied, dass sozusagen Leute, ich will nur darauf hinweisen, dass der heutige Herausgeber der Zeit, wie heißt er? Die Lorenzo, richtig, ist einer der Organisatoren der Lichterketten in München gewesen. Heute wird in seinem als liberal geltenden Blatt werden Helferinnen offen angegriffen als Leute, die die Gesellschaft spalten. Das ist sozusagen die Situation, unter der Menschen in solchen Lagen ihre Arbeit verrichten. Tatsächlich hat es immer Menschen gegeben, die sich für andere eingesetzt haben. Hier in Mitte, so ein bisschen Richtung Oranienstraße, haben ganz einfache Leute Jüdinnen und Juden versteckt, und zwar nicht aus politischen Motiven, sondern weil sie gesagt haben, das nicht zu machen wäre unanständig. Die haben also keine Flugblätter gedruckt, die haben nicht an die Wand gemalt, sondern haben den Leuten sozusagen ihren Lebensraum zur Verfügung gestellt. Sowas gibt es tatsächlich immer. Aber wir müssen über die Frage reden, ob wir eine Situation befinden, wo die behaupten, dass es sich hierbei nur um Sachfragen handelt, nicht eigentlich falsch ist. Sondern zu Grundsatzfragen, wie sie Hannah Arendt gestellt hat, gesagt, die Art und Weise, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, sagt etwas über den Zustand der Gesellschaft aus. Es ist also nicht einfach nur eine Sachfrage. Kann ich da noch mal ganz was sagen? Ganz kurz, ja. Und dann also haben nur, weil das mehr auch ein wichtiger Aspekt ist. Ne? Also Sie erwähnten eben Kontinuität. Also ich glaube, da muss man auch dabei erwähnen, dass also zum Beispiel in Sachsen auf dem Land ist diese Bewegung von Flüchtlingshelferinnen und Helfern erst seit den Nullerjahren gibt. Aber was es davor gab, waren Geflüchtete, die in den Unterkünften waren, die Hungerstreiks gemacht haben, die protestiert haben. Das heißt also, es hat auch immer eine andere Kontinuität gegeben, die jetzt heute Abend noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, von Migrantinnen und Migranten, die selbst für ihre Rechte gekämpft haben. Und das ist vielleicht auch ein hoffnungsvolles Zeichen. Ich habe jetzt vier Fragen. Einmal hier, einmal der Herr Förden. Vielleicht wir können zwei erstmal. Ja, und dann ja, ich weiß, dann die beiden anderen. Aber erstmal würde ich Sie und Sie sammeln. Ja, also auch ganz herzlichen Dank von meiner Seite für diesen wirklich unglaublich anregenden Vortrag, diese unglaublich anregende Diskussion. Was mir so ein bisschen nachhängt, ist die Frage, die Sie vorhin aufgerufen haben, wie definiert man Erfolg in diesem Themenfeld? Und ich möchte es noch nicht so, also ich habe irgendwie so das Bedürfnis, die Frage gar nicht zu groß zu machen, sondern nochmal zurückzufragen. Ist denn nicht Erfolg, wenn wir beispielsweise geltende Gesetze und Rechte, die nun einfach mal verbrieft sind, einhalten als Staat oder als Gesellschaft? Vielleicht eine andere Perspektive, ist nicht Erfolg auch die Tatsache, dass irgendwie über 80% der Männer, die 2015 hergekommen sind, sozialversicherungspflichtig
pflichtig beschäftigt sind. Das ist natürlich eine sehr begrenzte Perspektive, das ist mir natürlich klar. Also und die Motivation dahinter ist nicht so sehr die Frage, irgendwie jetzt anhand von solchen Standard-Integrationskriterien Erfolg jetzt irgendwie doch aufzuzeigen und damit irgendwie zu sagen, ist doch nicht alles so schlimm, sondern eher nochmal so Anknüpfungspunkte zu finden, wo man vielleicht nochmal andere Narrative, aus deren Richtung man andere Narrative nochmal entwickeln könnte. Ein zweiter Punkt, also die Frage Erfolg. Können Sie darüber nochmal ganz kurz was sagen, ob es vielleicht eine Perspektive gibt, mit der man darüber nochmal intensiver nachdenken kann? Zweite Sache, was ich super spannend fand, die Gleichzeitigkeit von Brandsätzen als Metapher und Blumensträußen. Sie haben vorhin von Suizid gesprochen. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung in Brandenburg, wo auf demselben Panel, ja, das ist unfassbar irgendwie zu begreifen, finde ich, auf demselben Panel ein Aktivist, Marwan Nasreddin Mohammed Osman, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brandenburg lebt, erzählt, dass ein guter Freund von ihm, der aus Afghanistan kam, 2 Wochen zuvor Suizid begangen hatte. Ein syrischer junger Mann in dem Zimmer gegenüber von ihm 14 Suizidversuche hinter sich gebracht hat. Und auf demselben Panel erzählt der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Golzow davon, wie 2 syrische Familien mit Kindern die Schließung der Grundschule verhindert haben. Also völlig disparate Erzählungen auf demselben Panel, die auch überhaupt gar nicht zueinander gefunden haben. Und das wollte ich einfach äußern, dass mir diese Gleichzeitigkeit dieser vollkommen unterschiedlichen Perspektiven, die Sie auch betont haben, einfach, die gibt mir sehr zu denken. Ich würde vielleicht eine weitere Wortmeldung und dann... Ja, es wurde ja auch angesprochen, die 80er Jahre, also noch vor der Wende, gab es noch keinen vereinheitlichen EU-Prozess. Und konnte man es schon hier erkennen, die Frage einmal als Verteilproblem. Und da waren in den 80er Jahren, habe ich selber erlebt, Zugzugsperren in Bezirken, konnte gar nicht durchgeführt werden. Da war die bezirkliche und auch die Senatsverwaltung überfordert, auch die Wohnungsgesellschaften. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, möglicherweise auch ähnlich in Hamburg als Stadtstaat. Das heißt letztendlich war das ein Problem, dass die eh schon belasteten Gebiete, auch sozial strukturell belasteten Gebiete, dann noch mehr belastet wurden, also jetzt nur auf der nationalen Ebene. Und jetzt ist die Frage, jetzt im Zuge von EU-Prozess, Masterprozess und danach, und die Frage von Globalisierung und Digitalisierung, Internet und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, wenn man so um die Nullerjahre geguckt hat, mal im Internet, da wurde richtig geworben, beziehungsweise Ranking, der goldene Pass, Doppelpass oder die Frage von Langzeitvisum. Wenn man sich aktuell, jetzt vor kurzem bei einer FAZ, ein Artikel, Stichwort, dass endlich auch Zypern bzw. auch Spanien als EU-Land eben das mit den goldenen Visas über 8 bis 10 Jahre eben versuchen, sich an die Normen der EU zu halten. Und auch selbst Katar versucht das zu verschärfen, dass jetzt viele dieser vermeintlichen russischen Oligarchen zum Beispiel in Richtung Südostasien wandern müssen, es sei denn, sie haben genügend Investitionsmittel, über Millionen und so weiter, dass sie dann über 10 Jahre hin und her pendeln können. Also und da ist für mich die Frage, einmal dieses Verteilproblem. Achso, da habe ich noch vergessen, dass speziell auch Anfang der 90er Jahre es eine Bürgerinitiative gab im Umfeld, wo auch Familienangehörige oder Feld von Herrn Genscher damals aus Minister eine Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung eines Asylanten oder Asylbewerberlager so eingerichtet werden. Die haben das erfolgreich gemacht. Da ist auch ein Beispiel, wo also eben diese Segmentierung, wie kann ich mir da waren es die sich das leisten können und auch den politischen Einfluss haben. So diese Frage, ist das nur marginal? Eine Frage, um das ein bisschen abzumildern, die Stimmung gegen Flüchtlinge oder gegen Asyl und so weiter?
Und die andere Frage wäre jetzt die Frage, nämlich bezogen auf die, die Regulierungsebene, nämlich, und da speziell gab es ja auch eine Debatte vor 20 Jahren ungefähr, der Doppelpass. Da wird es einerseits wieder zum Beispiel der bekannteste Beispiel der. Können Sie, wenn Sie haben noch andere Fragen. Der Schotte McAllister und andere Fälle. Sie können sich das leisten, aber wenn es dann um irgendwie bestimmte Länder geht, dann wird dagegen geschossen. Also quasi sind diese Aspekte eher verschärfend oder sind sie eher marginal? Wie würden Sie das einordnen? Ich glaube, die Frage ist angekommen. Im Zuge einer verbesserten Stimmung gegenüber Flüchtlingen. Gut, ganz viele Anmerkungen, Fragen. Wir haben noch eine letzte Runde dann. Möchte jemand von Ihnen? Also zum Erfolg möchte ich mein persönliches Kriterium nur nennen. Wenn Leute, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, in der Lage sind, ihr Leben selbstständig zu gestalten, dann ist unglaublich viel gewonnen. Wenn wir sagen könnten, es gelingt uns in absehbarer Zeit, die Menschen dazu zu bringen, ihr Leben jenseits von Gemeinschaftsunterkünften, jenseits von sozialen Zuwendungen zu gestalten, wie auch immer, dann ist viel gewonnen. Das bedeutet allerdings nicht, also ich finde, dass er viel gewonnen ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass weil die Frage ist ja auch gestellt, dass dies notwendigerweise eine höhere Akzeptanz in der Gesellschaft bedeutet. Das scheint mir von anderen Faktoren abzuhängen. Und darin steckt ein schwerwiegendes Problem. Unmittelbar, sozusagen, jetzt werde ich anekdotisch, ich habe keinen Doppelpass, ich bin in Deutschland geboren oder in der DDR. Unmittelbar nachdem dieses wunderbare Post-Titelblatt im Spiegel vom Bundeskanzler erschien, bin ich die Woche darauf irgendwie einkaufen gegangen bei mir um die Ecke, da wo ich wohne. Hinter mir stand jemand offensichtlich sehr ungeduldig an der Kasse mit zwei Flaschen Schnaps in der Hand. Und ich hatte einen Wochenendeinkauf. Das dauerte ihm offensichtlich viel zu lange. Und er kommentierte das ganz eindeutig mit dem Satz, solche Leute wie du gehören abgeschoben. Das ist aber diese, verstehen Sie, auf welches Problem ich aufmerksam bin? Diese Debatten haben Wirkung in die Gesellschaft hinein, die selbst, wenn man sozusagen davon wieder abrücken würde, nicht einfach verschwinden werden, sondern das gesellschaftliche Klima in einer Art und Weise vergiften, dass eigentlich um solche Fragen die Auseinandersetzung geführt wird. Weil Menschen, die so agieren, wie dieser Schnelleinkäufer hinter mir, die interessiert das Kriterium des Erfolges überhaupt nicht. Da geht es sozusagen um lebensweltliche Hierarchien, die man wie auch immer begründet. Und insofern habe ich übrigens nicht den Eindruck, dass ich in Berlin in einer Bubble lebe. Letzte Woche sind auf dem Weg zu einer Demonstration, einer Antifa-Demonstration am Ostkreuz von Leuten vom Dritten Weg gewaltsam angegriffen worden. Da habe ich gedacht, weil wir darüber reden, da habe ich gedacht, das sind die Nachrichten, die ich aus den Baseballschlägerjahren kannte. Und die Baseballschlägerjahre haben für mich nicht in Hoyerswerda und in Eberswalde stattgefunden, obwohl mich mal ein Journalist gefragt hat, ob wir nicht mal dahin fahren wollen und dann mal gucken, was passiert. Und ich habe gefragt, ob er spinnt. Warum sollte ich das tun? Sondern, dass wir uns in einer Situation befinden, wo Leute aktiv versuchen, den öffentlichen Raum für andere Menschen, von denen sie meinen, die sind illegitim hier im Land, immer enger werden zu lassen, ist ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung. Und ich kann nicht erkennen, dass die Verantwortlichen für diese Auseinandersetzung auch nur in der Nähe sind, das einzusehen, sondern sie hoffen auf solche Stilllegungseffekte, wie Herr Naumann die vorhin beschrieben hat. Es gibt sehr, sehr viele Wortmeldungen. Deswegen möchten Sie in
ganz kurz was. Nee, ich würde das nur kurz ergänzen mit dem, weil ich glaube, das ist nicht überall im Publikum angekommen, was Sie mit dem Titel gemeint haben. Ne? Das ist der Spiegeltitel mit Olaf Scholz auf dem Titel vor einigen Monaten, wo er Abschiebungen im großen Stil gefordert hat. Ganz kurz zu Ihrer Bemerkung mit dem Zuzug. Ja. Bitte? Endlich, dann wollte endlich. Ja. Also das ist sicher so, dass in Berlin, aber auch in Hamburg bestimmte Stadtteile mehr Geflüchtete aufnehmen und aufgenommen haben historisch als andere. In Hamburg-Altona ist das so, dass von 14 Stadtteilen ein Stadtteil 40% aller Geflüchteten im Augenblick aufnimmt. Auf der Bundesebene gibt es dafür ja einen Schlüssel. Das heißt, dass Landkreise dass Bundesländer nach ihrem Steuereinkommen und ihrer Einwohnerzahl eine bestimmte Anzahl von Leuten aufnehmen müssen. Ich halte das nicht unbedingt für der Weisheit letzter Schluss, weil es ja auch Städte gibt, die sich im Bündnis solidarische Städte oder sichere Häfen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir können auch mehr aufnehmen als die uns zugewiesenen. Das heißt, es ist glaube ich, auch wichtig, dass es einen Mechanismus gibt, wo diejenigen Kommunen, Kreise, kreisfreien Städte belohnt werden, auch finanziell belohnt werden, die sagen, wir schaffen auch mehr. So, ich würde einfach, genau, es gibt die Dame, der Herr da hinten und dann die zwei Personen hier vorne, glaube ich, haben sich gemeldet. Ich würde, genau, beide. Ich würde einfach alle vier Meldungen einfach jetzt nehmen und dann eine Abschluss. Genau, meine Frage geht in zwei Richtungen, ob Sie in Ihren Büchern, Forschungsbereichen auch Gender Equality, also Geschlechterverhältnisse gut mit nutzen können oder da Zusammenarbeit haben, weil Erfolgsfaktor war so ein schönes Beispiel, wenn es Männerarbeitsplätze gibt, reicht das ja nicht aus. Das hat dann mit zum Beispiel Frauen mit Fluchthintergrund, betrifft das dann gar nicht. Und das Zweite wäre, inwieweit Sie denken, dass so vielleicht ein transnationaler Ansatz auch in der Forschungszusammenarbeit hilfreich sein könnte, um die Analysen auch im historischen Bereich noch zu verschärfen, zu verbessern und einfach aus diesem nationalen Kontext auch immer wieder rauszugehen. Der Herr da. Ja, vielen Dank. Meine Mutter hatte eine Fluchtgeschichte. Die musste mit dem Krieg nach Westdeutschland und hat erlebt, dass Deutsche auch Deutschen gegenüber nicht gastfreundlich waren. Und wenn ich den Begriff gastfreundlich mal ersetzen würde durch solidarisch, dann möchte ich das insofern erweitern. Ich forsche ein wenig zu dem Aspekt Solidarität. Jetzt fiel der Begriff solidarische Städte. Es gab in den 70ern einen Psychoanalytiker, Horst Eberhard Richter hieß der. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Bildungsziel Solidarität. Und das ist etwas, was mir zu denken gibt und ich mich mit Fragen beschäftige, was solidarisiert und was entsolidarisiert. Und wenn ein Mensch in der Warteschlange an der Kasse steht und auf jemanden anderen schimpft, dann habe ich das Gefühl, das Bildungsziel Solidarität ist an diesen Menschen völlig vorbeigegangen. Und ich frage mich, ist so etwas ein Aspekt, wo man sagt, wir brauchen Solidaritätsbeauftragte, wir brauchen in den Betrieben, in den Schulen, in den Gemeinden, überall Menschen, die daraufhin diesen Aspekt beklopfen und nicht nur als Sonntagsrede. Solidarität als Haltung und als Handlung und als Anspruch und das ist richtig anstrengend. Da hat es überhaupt nichts mit Sympathie zu tun, ob ich sage, dem geht es zwar schlecht, aber ich mag den nicht, ich will den hier nicht haben. Allein dieser Aspekt, finde ich, ist hochgradig fragwürdig. Also Solidarität ist etwas, was viel tiefer geht. Und das treibt mich momentan um. Und insofern wollte ich dieses Stichwort hier fallen lassen. Danke. Super. Dann würde ich das Mikrofon hier vorne und ich notiere mich eifrig alle Stichpunkte und dann. Ja, ich habe auch ein paar kleine Punkte. Ein Punkt wäre, wie Sie richtig sagen, es gibt eine Fülle von migrantischen Organisationen, die inzwischen auch wachsen und die versuchen halt Einfluss zu nehmen. Nur ist es tatsächlich so, dass man auch
sehr, sehr systematisch verhindert, dass auch Rechte von migrantischen Organisationen institutionalisiert werden. Das heißt also, wo halt beispielsweise migrantische Organisationen in Stadtparlamenten oder in anderen Bereichen halt einfach auch ein Mitspracherecht haben und einfach gehört werden. Das ist etwas, was an allen Ecken und Enden fehlt und was bestimmt Akzeptanz ein ganzes Stück verbessern würde. Was das Zweite ist halt, oder eigentlich hat mich schon vorhin halt so diese Frage umgetrieben, was macht das eigentlich, weil Sie sagten halt, diese Geschichte mit den Syrern und diese Willkommenskultur, und das ist so eigentlich sehr überraschend und eigentlich fast singulär. Und ich habe mir gedacht, ist es vielleicht so, dass wir einfach eine ganz, ganz klare, sehr unterschiedliche Beurteilung verschiedener Migranten haben. Also ist es einfach so, dass wir sagen, jemand, der aus dem Krieg kommt, das ist ein ordentlicher Migrant. Ne? Der ist halt, wir kennen das ja, wir haben selber eine breite Kriegsgeschichte, da ist unsere Solidarität vorhanden. Wir haben es gesehen bei den Ukrainern, da ist es halt tatsächlich ja auch am Anfang sehr, sehr solidarisch zugegangen, vielleicht ändert sich das halt. Aber trotzdem konnte man plötzlich über eine Million Menschen aufnehmen und alle haben das irgendwo mitgetragen. Das heißt also, gibt es schlechte Migranten? Sind es möglicherweise Erzählungen über Migranten? Weil wir hören ja halt inzwischen, dass halt die afrikanischen Familien halt ihre Söhne nach Europa schicken, damit sie und die das dann auch bezahlt bekommen von ihren Familien, nach Europa schicken, damit die in Europa Geld verdienen und das wieder nach Hause schicken können. Das heißt, es sind so seltsame Erzählungen im Umlauf, die wir aber auch ein Stück weit akzeptieren, weil wir nicht energisch genug widersprechen. Super, dann können Sie genau direkt. Ich komme aus dieser Zivilgesellschaft oder aus der solidarischen Zivilgesellschaft und ich glaube, das Problem, was wir aktuell sehr auch fassungslos im Grunde wahrnehmen, ist in der Tat diese Diskursverschiebung, die seit ziemlich genau 2 Jahren stattfindet. Dass sich Unionspolitiker noch weiter nach rechts entwickeln, als sie ohnehin schon waren, ist, glaube ich, jetzt nicht so das große Seltsame. Auch wenn wir feststellen müssen, dass ja wirklich alles an Fundamenten inzwischen über Bord geworfen werden kann, im Sinne von Genfer Flüchtlingskonvention abschaffen und was weiß ich nicht alles. Aber das Problem, was wir im Augenblick in der Realität haben, ist natürlich, dass wir mit SPD und Grünen 2 Parteien in der Regierung haben, die im Grunde diese Linie komplett mittragen, mehr oder minder. Und die Opposition im Bundestag, die real noch aktiv dagegen ist, ist noch die Gruppe der Linken mit ungefähr gefühlt 3 Leuten, die in diesem Thema aktiv sind. Clara Bünger und dann fällt mir schon der 2. nicht mehr ein. Das heißt, das Problem ist ganz einfach, es werden insbesondere von SPD und Grünen, zum Teil auch von der FDP, Narrative mitgetragen, die völlig faktenfrei sind. Und das ist auch so ein Punkt, die komplette Migrationsforschung sagt was ganz anderes als das, was in der Realität passiert. Und es wird einfach komplett ignoriert. Nehmen wir mal solche Sachen wie als Schlagwort Bezahlkarte. Und das ist auch unser Problem dabei. Diese Dinge werden in die Welt gesetzt. Es wird gesagt, naja, mit der Kreditkarte bezahlen ist ja völlig üblich inzwischen. Damit ist für 90% der Menschen die Diskussion beendet, weil sie sagen, ja, stimmt. Ja, so. Was noch damit zusammenhängt, wird nicht transportiert. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass das verknüpft wird mit Heimüberweisungen oder Schlepper dürfen nicht bezahlt werden, als ob man Ratenzahlungsmodelle mit Schleppern im Vorfeld vereinbaren würde. Also das ist alles kompletter Schwachsinn. Das Problem ist, dieses Narrativ ist in der Welt und wir kriegen es nicht mehr weg, weil die Erklärung, also der Satz, Bezahlkarte ist gut, Kreditkarte, du zahlst auch so, dauert 12 Sekunden. Die Erklärung, warum das alles scheiße ist, salopp formuliert, dafür brauche ich 1 Stunde. So. Und uns fehlt in der Zivilgesellschaft real die Unterstützung und die Politik entwickelt sich, ob nun auf Bundes- oder auch auf lokaler Ebene, immer weiter in diese ablehnende Haltung und treibt aus meiner Wahrnehmung heraus, das wäre eine Frage an die Soziologen oder auch an Meinungsforscher oder sowas, die Narrative selber an. Jetzt sagen sie, wir machen nur das, was die Bevölkerung will, aber ich glaube, wenn man sich das anschaut, das war vor 2 Jahren noch kein großes Thema, obwohl wir 1,2 Millionen Menschen aufgenommen haben, nämlich die Ukrainer, die aber in der Diskussion keine Rolle spielten. Jetzt, es gibt die große Herausforderung auf all diese Punkten, Genderperspektive, transnationalen Ansatz, Diskursverschiebung, Solidaritätsbeauftragte, so in sehr, sehr kurzer Zeit zu antworten. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten. Möchten Sie vielleicht einfach ein Statement oder eine von diesen Punkten aufgreifen, jeweils, und einen Abschluss? Bitte. Ganz kurz,
gebe ich Ihnen recht mit SPD und Grüne. Was man dabei oft vergisst, ist der kritische Journalismus, den zum Augenblick ja kaum zu geben scheint. Also wenn im Deutschlandfunk vor einer Woche Michael Kretschmer sagt, wir müssen die Migration, nicht Fluchtmigration, auf 20.000 bis 30.000 im Jahr runterbringen, dann fragt die Journalistin noch nicht mal nach. Ne? Solidarität und ich glaube, das sind Konjunkturen. Ne? 1989 gab es eine große Solidarität gegenüber DDR-Übersiedlern. Im Februar 1990 konnte der Spiegel schon fragen, warum kommen die denn noch? Ne? Also da war das mit der Willkommenskultur gegenüber den Leuten, die eigentlich so ganz wie die sie Empfangenen waren, schon vorbei. Transnationale Forschung, also ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich nicht vorher über Asyl- und Flüchtlingspolitik in Neuseeland und Australien geforscht hätte. Ja, also ich will aber sozusagen, das bewundere ich auch, aber es war sozusagen nicht meine Forschungsmotivation. Meine persönliche Motivation war, mein Land besser zu verstehen und die Frage zu beantworten, wo kommt es eigentlich her? In Diskussionen um die Ergebnisse dieser Forschung habe ich immer wieder sozusagen nicht nur diesen Ost-West-Gegensatz, den ich vorhin mal geschildert habe, sondern immer wieder auch diesen Versuch sozusagen, aber in anderen Ländern. Das ist häufig ein Ausweichen gewesen, obwohl es interessant ist, sich immer die Dynamik zwischen sozusagen nationalstaatlichem Handeln und europäischen Regelungen anzusehen seit den letzten 20, 30 Jahren. Die war übrigens nicht immer eindeutig positiv oder eindeutig negativ. Ganz lange, und dafür stand ganz lange die Bundesrepublik selbst, ist sozusagen der Versuch gemacht worden, Dinge, die in der Bundesrepublik schwer durchzusetzen, über die europäische Gemeinschaft und durchzusetzen. Und dann hat die europäische Gemeinschaft so eine Art Parlamentarisierung erlebt, was sozusagen zur Asylkonvention, zur EU-Menschenrechtskonvention und ähnlichen Dingen geführt. Und dass der Europäische Gerichtshof plötzlich sozusagen ein eigenes normatives Gerüst hat, in dem er bewertet, wie die Politiken auf der Europäischen Union anzuschauen sind. Und da ging es ganz oft um Flucht und Asyl bei diesen Fragen. Und dann kommt sowas wie GEAS, was, um es nochmal deutlich zu sagen, Sie hatten ja vorhin gesagt, man muss es sozusagen einfach runterbrechen. Tatsächlich ist es so, wie hier es vorhin gesagt wurde, dass GEAS die Beschreibung von Tatbeständen ist, die existieren. Aber bis zu GEAS galten die als Rechtsverstöße. Das ist sozusagen die eigentliche Wendung, die mit GEAS eingeht. Dass sozusagen Menschenrechtsverletzungen und institutionelle Rechtsverstöße plötzlich legalisiert werden. Da muss man sich nicht über den Supreme Court aufregen, finde ich. Okay, ja, gut. Mein Punkt ist, in der Fluchtforschung sind Gender-Aspekte zentral für die Bewertung von Migrationsregimen. In der Geschichtswissenschaft ist das ein bisschen schwieriger, weil die ist ein bisschen langsamer. Aber wenn es diese Forschung nicht auch nach wie vor geben würde, die gerade massiv unter Druck stehen, und da rede ich sozusagen nicht über die Forschungsministerin im Bund, sondern um die Debatte um schädliche Geisteswissenschaften. Dabei sind sozusagen genau jene Erkenntnisse gemeint, die Politikerinnen immer wieder in Erklärungsnöte bringen, weil sie sagen, die Empirie sagt aber etwas anderes. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Wir wären in der Debatte um Flucht und Asyl schon so viel weiter, wenn sozusagen die Empirie, also die Dinge, es werden Dinge getan, es werden Regelungen eingeführt, wenn die anerkannt werden und nicht sozusagen
über diese Entwicklung zusätzlich Narrative herbeigeführt werden, die in so gut wie keiner Verbindung zu dieser Wirklichkeit stehen. Die Bezahlkarte ist das beste Beispiel. Und das Interessante ist ja, dass in Brandenburg, wir reden nicht von irgendwo, sondern in Brandenburg ist ganz lange die Diskussion ja gewesen, dass sozusagen die Aufnahme von Geflüchteten so viel Geld kosten würde. Mhm. Das Erste, was man im Zusammenhang mit der Einführung der Bezahlkarte einrichten musste, war ein Nachtragshaushalt, weil sozusagen diese Institution selber Geld verbraucht, ohne dass sozusagen dabei irgendwelche signifikanten Effekte eintreten. Und das heißt, dass die Debatte sich sozusagen von bestimmten Zugängen zur Wirklichkeit schon längst verabschiedet hat, aber sie produziert Zustimmung. Und das ist ein wirklich ernstes Problem. Mein Eindruck ist, um damit abzuschließen, dass wir auch mit einer Generation von Politikerinnen zu tun haben, die eben in der Asyldebatte der frühen 90er Jahre politisch sozialisiert wurde und dass es da ein Bild gibt, dass das geholfen hätte, dass es gewirkt hätte, dass es Einfluss gehabt hätte. Und das ist auch eine Debatte, die jenseits der Zahlen übrigens stattfinden. Die Aufnahmezahlen in Deutschland sind, wenn ich es recht überblicke, 2004 das erste Mal unter die Zahlen gefallen, als die Asyldebatte begann und die Frage war, ob man sich mehr als 100.000 Asylanträge leisten könnte. Sodass wir eine Schwierigkeit haben, sozusagen es gibt sozusagen so Vertreterinnen auch aus dem Umfeld des Bundeskanzlers, stellen sich gerne sozusagen als Pragmatikerinnen dar. Und mir ist nicht klar, auf welcher Grundlage. Was ist sozusagen der Pragmatismus, was ja eigentlich eine konservative Spielart von Politik war, beruhte auf einem ziemlich klar umrissenes konservatives Weltbild. Und dass sozusagen mal klar gemacht wird, worauf sozusagen sich hier eigentlich bezogen wird, worum es geht, scheint mir notwendig. Letzter Punkt. Bitte wirklich weil wir haben wirklich, wir sind jetzt über die Zeit schon. Und der Punkt ist, und dabei geht es um das Nationale. Es ist sozusagen nicht die Frage einfach nur, was man sozusagen technisch machen soll, sondern was soll sozusagen die Nation eigentlich ausmachen? Soll es sozusagen weiter die Abstammungsnation sein oder soll es die Staatsbürgernation sein? Das ist eine grundsätzliche Richtungsentscheidung und es gibt offensichtlich momentan eine Atmosphäre, die eindeutig zur Rückkehr zur Abstammungsnation ist und die offensichtlich in der Gesellschaft zunehmend Mehrheiten bekommt. Okay. Ja, wir enden mit einem großen Schlag, würde ich sagen. Und ja, ich bedanke mich erstmal herzlich mit Ihnen beide, mit dem Publikum, für diese sehr, sehr spannende Diskussion. Es tut mir leid, jetzt Sie so brutal cutten zu müssen, aber wir können Sie vielleicht weiterführen mit vor einem Butterbrezel. Ich wollte noch auf zwei Sachen verweisen, und zwar einmal, wir haben eine, wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf Feedback, wie Sie diese Veranstaltung gefunden haben. Es gibt einen QR-Code, genau. Vielen Dank, wenn Sie daran teilnehmen. Und ein zweites Feedback ist, Herr Neumann hat einige Bücher hier zum Verkauf auch. Wenn jemand interessiert ist an das Buch, kann das gerne erwerben. Und ich möchte die nicht mit nach Hamburg zurücknehmen. Ne? Sehr gut.